Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Witchstone ausgebreitet. Wir haben soweit das Spielmaterial für zwei Spieler hier für euch. Platziert, dekoriert, arrangiert. Ich weiß auch nicht so genau. Egal. Aber auf alle Fälle starten wir erstmal mit den Rahmendaten. Witchstone ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 60 bis 90 Minuten angegeben, ist bei Huch erschienen. Die Autoren sind Rainer Knizia und Martino, oh je, jetzt kommst, das kann ich schwer aussprechen, Chia Chiera, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und kostet, ich habe gerade nur online reingeschaut, um die 39 Euro. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal voll rein mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau. Den Spielplan legt ihr, wie bei so vielen Spielen, in die Tischmitte. Hier oben haben wir einmal das sogenannte Pentagramm. Da nehmt ihr euch die Eulenplättchen und stapelt die aufsteigend von 3 bis 7. Aufsteigend von 3 bis 7. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Also die aufgestanzte Nummer ist die 2 und dann kommen Plättchen mit 3, 4, 5, 6 drauf und 7 drauf. Jetzt habe ich auch fast eine Nummer unterschlagen. Und zwar auf beiden Seiten sind da entsprechend die Möglichkeiten, die vorgesehenen Stellplätze, hätte ich gesagt. Genau, dann haben wir hier noch die Sonderhexplättchen. Die werden erstmal verdeckt gemischt, also mit der Rückseite nach oben. Dann kommt hier der Stapel in die Mitte und dann werden auf die 3 dafür vorgesehenen Felder schon mal 3 von diesen Sonderhexplättchen offen hingelegt. Genau, offen. Und in der Mitte kommen dann die restlichen gestapelt mit der Rückseite nach oben, sodass man nicht sehen kann, was als nächstes Plättchen gezogen werden wird. Genau, dann haben wir hier noch für jeden Spieler gibt es noch so 3 Eulensteine. Das sind die Zielsteine. Davon stellt ihr einen Stein jeweils in der eigenen Spielerfarbe. Christian hat sich blau ausgesucht, ich bin rot. Stellt ihr hier auf das Startfeld bei dem Pentagramm zum einen, dann auf das Startfeld der umlaufenden Siegpunktleiste. Und hier unten haben wir noch den Zauberstab. Da legt ihr auf den Griff von Zauberstab auch jeweils eine dieser Zählfiguren. Dann haben wir hier noch die sogenannten Magiechips. Und zwar sind die auf der Vorderseite lila und haben auf der Vorderseite auch diese 6 möglichen Aktionen, zu denen wir nachher nochmal kommen, die wir im Spielverlauf nutzen können. Und es gibt auch Plättchen mit 3 Siegpunkten drauf. Und diese Chips werden jetzt einmal verdeckt gemischt. Und zwar kommen die dann auf die entsprechenden Orte hier in der Glaskugel. Ich sehe nicht, dass es eine Glaskugel ist, aber wenn ihr seht es richtig, also es ist eine Glaskugel, die liegt hier. Und dann gibt es verschiedene Orte. Es gibt einmal Wald, 1, 2, 3, 4. Dann gibt es diese roten Geschichten, 1, 2, 3. Dann gibt es so orange-gelblich gehalten, 1, 2, 3, 4. Und dann gibt es Türme, 1, 2, 3, 4. Und in der Mitte gibt es halt eben noch den Hexenstein. Den Hexenstein, Witchstone. Da kam der Name her. Jetzt macht alles einen Sinn. Und bis auf den Hexenstein in der Mitte platziert ihr an jedem Ort, also sowohl Türme, als auch die roten, als auch die Wälder hier zum Beispiel, platziert ihr jeweils 1 von diesen Magieplättchen. Und zwar könnt ihr die auch gleich umdrehen, denn die werden nämlich offen dahingelegt. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müssten eigentlich 5 Stück übrig sein. Und genau, die 5 Stück kommen dann nämlich hier unten. Hier haben wir unser sogenanntes Fiolenregal. Und die 5 verbliebenen, die kommen hier offen auf dieses lilafarbene Deckchen unterhalb dieses Fiolenregals. Und wir können vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, wenn wir sowieso schon dabei sind, dass es hier verschiedene Orte in der Kristallkugel gibt. Ihr habt auch einen Sichtschirm nachher jeder, Spielerfarbe, ich bin rot, ich habe den Sichtschirm in Spielerfarbe rot. Und auf der Innenseite habt ihr da auch nochmal ein paar Informationen und da ist auch nochmal diese Kristallkugel abgebildet und da sind dann auch nochmal diese Orte dann farblich abgebildet. Dann haben wir hier noch die sogenannten Schriftrollen, die werden einfach gemischt zu Spielbeginn und dann werden hier auf die entsprechenden Felder schon mal 6 Schriftrollen offen ausgelegt. Jeder Spieler bekommt dann einen eigenen Kessel in seiner Spielerfarbe. Ich habe hier den roten Kessel, das sieht man hier am Griff, dass es rot ist. Und dann bekommt man schon mal 6 rote Kristalle, also in meiner Spielerfarbe. Und die legt ihr hier gibt es so 6 Felder, da sind so Blasen drauf. Und auf diese 6 Felder legt ihr diese in spielerfarbigen Kristalle. Und jeder bekommt auch noch einen schwarzen Kristall und der wird hier ins Zentrum des eigenen Kessels gelegt. Das macht jeder Spieler bei seinem Kessel. Dann bekommt jeder Spieler noch 20 Energieeinheiten in seiner Farbe, legt er vor sich aus. Insgesamt 12 Hexen. Und zwar gibt es da einmal eine große Hexe und 11 kleine Hexen, auch in Spielerfarbe. Dann bekommt jeder einen sogenannten Markierungsstein in Spielerfarbe und einen Tiermarker. Ich habe jetzt bei Rot ist eine Katze, bei dir ist es, meine ich, eine Krähe oder ein Rabe, ne? Ja, oder eine Amsel. Kann auch eine Amsel sein. Irgendein dunkler Vogel. Dann gibt es noch diese, ich sag mal, doppelseitigen Hexplättchen. Davon bekommt jeder 15 Stück in seiner Spielerfarbe. Und zu Spielbeginn, die werden jetzt einfach gemischt. Und dann legt man schon mal davon offen 5 hinter seinen Sichtschirm aus.
mache ich hier einmal ganz kurz nebenbei. Dann gibt es hier noch eine Übersicht. Moment, ich lege die hier einmal ganz kurz zur Seite. Dann gibt es hier noch eine doppelseitige Übersicht. Da sind zum einen die einzelnen Aktionsmöglichkeiten drauf, die man im Spielzug hat, aber auch nochmal, wenn man mal wieder einsteigt, die Spielvorbereitung, Spielablauf, Spielende und Spielwertung. Und dann ist hier auch noch so eine Zahnleiste drauf, wofür die da ist. Da kommen wir dann später nochmal dazu. So, und laut Spielanleitung wird jetzt, wer zuletzt in einem Topf gerührt hat, wird jetzt Startspieler. Das bin ich. Und laut unseren internen Regeln bestimmt. Hast du das letzte Spiel, du hast das letzte Spiel gewonnen, oder nicht? Nein, das habe ich ganz knapp verloren, weil ich Orange und Schwarz nicht auseinander, Lila und Schwarz nicht auseinanderhalten kann. Ah, ja, da stimmt. Da kommen wir nachher nochmal zu. Das hat nämlich was, ich will ein bisschen spoilern, das hat was damit zu tun hier. Mit den Karten, aber da kommen wir ja nochmal zu. So, jetzt geht's hätte ich gewonnen gehabt, ja. Das heißt, du bist Startspieler? Ich bin ein Startspieler, weil ich das letzte Spiel verloren habe. Das heißt, der Spieler rechts vom Startspieler, der darf jetzt zuerst seine große Hexe einsetzen. Das heißt, der, ich sag mal, letzte Spieler in Zugreihenfolge nimmt sich jetzt seine große Hexe und darf sie auf eine dieser vier Türme einsetzen. Dadurch, dass der Spieler sie dort einsetzt, wird es zu seinem eigenen Turm oder wird dieser Turm zu seinem eigenen Turm. Alle anderen drei Türme sind dann fremde Türme, die durch andere Spieler besetzt werden können, je nach Spieleranzahl oder halt unbesetzt sind. Aber auch wenn sie unbesetzt sind, sind es trotzdem fremde Türme. Und wenn es eigene Türme sind oder es ist der eigene Turm, dann ist es ein lila Turm. Genau, das können wir vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Das ist, was Christian hier schon sagte. Wenn auf den Karten so ein lilaner Turm drauf ist, dann ist es immer ein eigener Turm. Ist es ein schwarzer Turm? Ist es ein fremder Turm? Ich glaube, das war sogar dieses... Das kann sein. So, ich werde jetzt hier meine Hexe einsetzen auf diesen Turm. Das bewirkt jetzt zum einen, dass ich jetzt erstmal zwei Siegpunkte einmal bekomme. Denn für Einsetzen von Hexen auf Orten hier auf dem Spielplan bekommt man generell immer erstmal zwei Punkte. Und dann darf ich mir hier diesen Magiechip nehmen, der hier liegt. Und der gibt mir jetzt eine dieser sechs Aktionen. Nämlich hier ist ein Kristall drauf, diese Kristallaktion. Die einzelnen Aktionen erklären wir euch jetzt nochmal genauer nachher. Aber ich darf jetzt halt diese Aktion einmal ausführen. Ich darf jetzt hier ein Kristall in meinem Kessel bewegen. Und ich mache den Kristall mal um ein Feld dahin. Man darf Kristalle nur auf leere Felder bewegen. Diese bedruckten Felder auf dem Kessel, die sind auch nicht leer. Und man legt hier nachher auch seine Hexplättchen auf den Kessel drauf. Wenn da schon ein Hexplättchen liegen würde, wäre das auch nicht leer. Aber zu den genauen Regeln kommen wir nochmal. Also man nimmt sie jetzt zu Spielbeginn, den Magiechip, und darf die Aktion, die drauf abgebildet ist, ausführen. In dem Moment ist es jetzt, wie gesagt, eine Kristallaktion. Und am Spielende, diese Magiechips haben auf der Rückseite immer noch so eine 2 drauf, bringt mir dieser Chip auch nochmal 2 Punkte und den lege ich jetzt hinter meinem Sichtschirm aus. Und jetzt darf sich der nächste Spieler, der dann rechts von dem Spieler sitzen würde, also entgegen dem Uhrzeigersinn einfach weiter, bis als letztes der Startspieler dann seine große Startspieler, das bin ich. Genau. Ich nehme meine Crew 6, ich packe die hier zu diesem Turm, zack. Kriege ich auch 2 Siegpunkte, weil ich eine Hexe eingesetzt habe. Und ich habe jetzt hier das Pentagramm drauf. Das heißt, ich darf eine Pentagramm-Aktion machen. Bedeutet, wir haben eben hier dieses Pentagramm und ich darf jetzt hier auf diesem Kreis einen Schritt nach vorne machen. Das Ding wird umgedreht, 2 Siegpunkte bei Spielende. Und das war schon im Prinzip die Spielvorbereitung. Und jetzt geht es los mit dem normalen Spiel. Genau, wir können vielleicht einmal ganz kurz sagen, wenn man am Zug ist, kann man immer verschiedene Aktionen machen. Es gibt 6 mögliche Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Man kann zum einen hier auf dem Pentagramm voranschreiten und man kann sich da vielleicht schon vorstellen, da kann man diese blauen Sonderhexplättchen bekommen und auch diese gelbfarbigen Eulenplättchen, wie das genau funktioniert, erklären wir dann nochmal. Man kann hier auf dem Zauberstab voranschreiten, wenn man das tut, kann man eventuell Sonderaktionen auslösen, das sind diese dunkelbraunen Felder, oder man kann Zwischenwertung für sich selbst auslösen, das sind diese silbernen Felder. Oder man kann hier in der eigentlichen Glaskugel, Zauberkugel, was auch immer, man kann da hier Energieverbindungen legen. Das heißt, man kann hier Orte miteinander verbinden. Oder man kann Hexenaktionen ausführen. Das heißt, man kann Hexen hier zu seinem Turm legen und nachher über vollständige Magiebewegungen zu anderen Orten dann hin bewegen. Man kann hier, was man hier schon gesehen hat, durch eine Kristallaktion seine Kristalle in seinem Kessel bewegen. Und man kann hier auch noch durch die Schriftrollenaktion dann auch noch Karten bekommen. Da gibt es 2 unterschiedliche Arten Karten, zeige ich einmal ganz kurz. Es gibt die sogenannten Verstärkungszauber, das sind die hier. Da kann man immer bestimmte Aktionen ein bisschen verstärken. Und es gibt die sogenannten Prophezeiungen, das sind letztendlich Zielkarten, Schlusswertungskarten. Wie das dann aber genau funktioniert, erklären wir dann gleich nochmal. Und wenn man am Zug ist, nimmt man eins dieser 5 Plättchen, die man hinter seinem Sichtschirm offen hingelegt hat, und platziert die in seinem Kessel. Und da Christian Startspieler ist,
kann er euch jetzt ja einfach mal zeigen, wie das funktioniert und fängt einfach mit seinem ersten Spielzug einmal an. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe eben jetzt hier, ihr seht es, Michaela sieht es hoffentlich nicht, hinter meinem verdeckten Schirm habe ich halt eben jetzt 5 offen ausliegen, davon darf ich mir jetzt eine nehmen und hier in meinem Kessel platzieren. Regeln gibt es fast gar keine. Ich muss kurz überlegen, ich nehme einfach mal den. Das ist alles blöd. Ich habe schon wieder verloren. Ah, verdammt. Schon wieder? Du gewinnst dieses Spiel ständig. Ich nehme dieses Bettchen und ich kann es jetzt im Prinzip frei hier platzieren, wie ich möchte. Ich darf nicht über den Rand hinaus. Das ist so ein bisschen dunkler. Also ich dürfte das zum Beispiel nicht so platzieren. Das geht nicht. Ich muss innerhalb des eigentlichen Bereichs sein. Und ich darf es auch nicht über ein Kristall legen. Und ich darf es nicht über ein Plättchen legen, das schon da ist. Also hätte ich jetzt hier eins, darf ich das nicht so drüber legen. Ansonsten bin ich frei. Und auch nicht auf die vorgedruckten Felder drauflegen. Auch das nicht, genau. Es gibt doch ein paar Regeln. Meine Güte. Also im Prinzip, da wo Platz ist, darf man es jetzt hinlegen. Wenn man das jetzt platziert, gibt es andersrum, ich zeige euch mal da ist ein Pentagramm drauf, da ist ein Kristall drauf. Das heißt, die zwei Aktionen will ich gleich machen. Wenn ich das jetzt hier platziere, ich mache es jetzt hier zum Beispiel so, jetzt habe ich hier das Pentagramm an das Pentagramm dran gepackt. Das heißt, ich habe 2 Pentagramm-Symbole und darf diese Aktion Pentagramm jetzt auch 2-mal nutzen. Das ist ja gar nicht mehr schlecht, ne? Das machen wir nochmal. Ich mache 1, 2 und erreiche jetzt dieses Feld hier auf dem Pentagramm. Das bedeutet, ich darf entweder die 2 Aktionen, die hier drauf abgebildet sind, das ist nochmal Pentagramm, das ist Zauberstab, die dürfte ich jetzt 2-mal benutzen. Da steht hier aber noch eine drauf, von mal beiden, 2, genau. Also eine der beiden Aktionen wahlweise. Oder aber ich platziere das Teil jetzt hier innerhalb von meinem Kessel und kann dann später das halt eben mehr benutzen. Da ist ja eins von diesen Symbolen drauf. Das heißt, würde ich jetzt das zum Beispiel hier hinpacken und nächste Runde wieder ein Pentagramm anschließen, dann hätte ich 1, 2, 3, 4. Dann würde ich also einen mehr haben, als ich regulär hätte. Das also ist für 4 Schritte auf dem Pentagramm. Aber und als Platzierungsregel für dieses Sonderhexplättchen gelten jetzt die gleichen Regeln wie für dieses Hexplättchen. Das heißt, man darf dieses Sonderhexplättchen nur auf freie Felder in seinem Kessel legen. Das heißt, nicht da, wo schon ein Kristall liegt oder wo schon ein anderes Hexplättchen liegt. Meine Güte, viele Hexplättchen. Oder auf ein vorgedrucktes Feld darf man es auch nicht legen. Aber ansonsten dürfte man es auf jedes beliebige freie Feld legen. Aber wie Christian schon gesagt hat, man versucht halt, weil mit diesem Plättchen hat Christian sich jetzt entschieden, dass er diese beiden Aktionen ausführen möchte. Die darf er auch in beliebiger Reihenfolge ausführen. Er muss nur die jeweilige Aktion abgeschlossen haben, bevor er mit der neuen Aktion anfängt. Und man versucht natürlich, möglichst zusammenhängende Gruppen von gleichen Symbolen zu bilden, weil man dadurch, wie Christian schon erklärt hat, die gleiche Aktion dann öfter ausführen kann. Ja, und ich bin da echt überfordert. Ich mache einfach mal, ich mache das Pentagramm 2-mal. Das heißt, das Ding wird jetzt umgedreht, bringt mir bei Spielender nichts, im Gegensatz zu den Magie-Chips. Die bringen ja 2 Siegpunkte. Ich gehe hier nochmal 1, 2 nach vorne und bekomme jetzt den obersten Eulenchip. Und der bringt mir bei Spielende 7 Punkte. Das ist das, was drauf abgebildet ist. Genau, dann kann man dann vielleicht hier aufgefüllt. Und dann sieht man vielleicht schon, mit der Pentagramm-Aktion läuft man also hier Felder vorwärts auf dem Pentagramm und bekommt entweder so ein Sonderhexplättchen oder so ein gelbes Eulenplättchen. Die gelben Eulenplättchen bringen einen halt Siegpunkte. Wenn man einmal rumgelaufen ist, das heißt, wenn man wieder hier vorne ist, startet man einfach. Also man kann dieses Feld mehrfach umrunden. Vielleicht noch ganz kurz, wenn hier mal keine blauen Plättchen mehr nachgefüllt werden können, weil dieser Stapel kann natürlich durchaus mal leer sein, dann ist es nicht so, dass man hier gar nichts mehr bekommt, sondern wenn man dann hier mal landen sollte und dieses Feld ist leer, darf man sich einfach von einer möglichen Aktionsart von diesen 6, die es gibt, eine Aktion doppelt ausführen. Und wenn man hier bei diesen gelben Feldern landet und die sollten vielleicht mal leer sein, die Eulenplättchen, bekommt man grundsätzlich immer dann 2 Siegpunkte. Also es ist nicht so, wenn die Plättchen weg sind, dass es da dann nichts mehr gibt. Und so kann man da mehrere Runden drehen. Genau. Zweite Aktion, ich habe hier noch ein Kristall frei. Das heißt, ich darf jetzt auch einen Kristall hier in meiner Suppenschüssel bewegen. Und ich bewege den um ein Feld nach dort. Das war's schon. Ende von meinem Zug. Ich ziehe jetzt einen von den Verdeckten nach, sodass ich wieder 5 offene hinter meinem Sichtschirm habe. Und Michaela ist dran. Genau, dann vielleicht mal ganz kurz, wenn Christian schon die Kristallaktion ausgeführt hat. Wenn Christian nachher hier schon mehrere Kristalle liegen hätte, ich lege jetzt einfach mal eins von meinen Plättchen dazu, sagen wir jetzt, muss er hätte im nächsten Zug jetzt hier schon 2 Kristallaktionen. Dann kann man entweder ein Kristall um 2 Felder bewegen
Oder man kann auch diese, ich sag mal, Kristallaktion auf mehrere beliebige Kristalle aufteilen. Was aber nicht sein darf, ein Kristall darf niemals seinen Zug auf einem besetzten Feld beenden. Er darf aber über besetzte Felder hinwegziehen. Aber wenn der Zug beendet wird, also wenn ich den jetzt hier nur um einen Schritt bewegen möchte oder kann, dann kann ich ihn nur auf ein leeres, freies, benachbartes Feld ziehen. Ich darf ihn nicht auf ein belegtes Feld ziehen. Und diese vorgedruckten Felder sind, wie gesagt, auch belegte Felder. Wenn ich jetzt aber zwei Felder weit ziehen dürfte, dürfte ich zum Beispiel 1-2 machen. Also ich dürfte dann über belegte Felder hinwegziehen. Gut, das war dann ja deine Aktion und ich sehe gerade, bevor ich mein Kristall bewegt habe, hätte ich mir vielleicht erstmal meine Plättchen hier anschauen sollen. Aber das habe ich nicht gemacht und von daher ist es jetzt auch egal. Ich werde mir jetzt einfach mal, wobei ich habe mich auch schon verguckt, ich mache jetzt einfach mal diese Aktion hier. Ich nehme dieses Plättchen. Das heißt, es sind immer zwei verschiedene Aktionsmöglichkeiten auf diesen Hexplättchen drauf, von diesen 6 möglichen, die es gibt. Und ich werde das jetzt mal hier anlegen. Damit habe ich jetzt die Energieaktion zweimal. Das heißt, ich darf mir für meine Energieeinheiten 2 Kristalle nehmen und die jetzt hier in der Glaskugel platzieren. Da gibt es jetzt auch Platzierungsregeln. Meine erste Energieverbindung muss ich ausgehend von meinem eigenen Turm anplatzieren. Das heißt, ich kann dann wieder hier anfangen, hier anfangen, hier anfangen, hier anfangen oder hier. Also in welche Richtung ist ganz egal. Aber ich muss ausgehend von meinem Turm die erste Energieverbindung legen. Ich lege die jetzt mal hier hin. Dann ist es so, wenn ich eine Energieverbindung begonnen habe, muss ich die auch erstmal vollenden, bevor ich eine weitere beginne. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich klicke den zweiten Mal dahin, weil das hier ist eine Dreier-Energieverbindung. Das heißt, ich muss die erstmal beenden, bevor ich eine neue beginne. Pro Energieverbindung darf auch immer nur ein Mitspieler dran bauen. Das heißt, ich habe jetzt hier die angefangen. Christian kann jetzt nicht daherkommen und sagen, oh, ich mache hier das mal irgendwie kaputt und lege mal meinen dazwischen. Das funktioniert nicht, sondern da, wo ich angefangen habe zu bauen, da kann dann letztendlich auch nur ich bauen. Was bringt mir das? Zum einen bringt mir das Siegpunkte. Hier sieht man schon, für eine Einer-Energieverbindung, also hätte ich hier gebaut, hätte ich einen Punkt sofort bekommen. Für eine Zweier-Energieverbindung 3 Punkte und für eine Dreier, also für eine abgeschlossene, für eine vollständig gebaute Energieverbindung, Zweier oder Dreier, bei einer Dreier-Energieverbindung dann 6 Punkte. So, damit habe ich jetzt hier schon meine eine Aktionsmöglichkeit gemacht. Und ich habe noch als zweite Aktionsmöglichkeit, hier ist es eine Schriftrolle drauf. Und bei der Schriftrolle ist der einzige Unterschied dazu, dass ich nicht, wenn ich jetzt 3 Schriftrollen hätte, ich lege hier einfach nochmal eine dazu, dass ich mir dann 3 Karten nehmen darf. Nein, sondern das bedeutet nur, welche Auswahl ich aus den ausliegenden Karten habe. Das heißt, bei einer Schriftrolle darf ich mir nur die erste Karte nehmen. Hätte ich jetzt 3 Schriftrollenaktionen, dürfte ich mir aus den ersten 3 Karten eine aussuchen. Das habe ich jetzt aber nicht. Ich habe jetzt ja hier nur eine Schriftrollenaktion, von daher darf ich mir nur diese erste hier nehmen. Wolltest du die haben? Mein ganzes Spiel, das basiert, mein ganze, die nächsten 27 Runden, nein, insgesamt, wir spielen über 11 Runden, nochmal dazu, basierte darauf, dass ich diese Karte bekomme. Ah! Mach weiter. Okay. In den Applaus, komm. Also, das ist jetzt im Prinzip so eine Zielkarte. Jetzt kann ich euch vielleicht auch einmal ganz kurz die Karten erklären. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt zum einen diese Verstärkungszauber. Jetzt kann man sich hier vielleicht schon ein bisschen vorstellen. Ich nehme jetzt mal einen Verstärkungszauber, wo wir das schon hatten. Hier zum Beispiel, hier ist eine Energieverbindung drauf. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Aktionsart auslöse, hier zum Beispiel Energieverbindung durch ja, Platzieren dieses Hexplättchens, hätte ich da diese Karte schon gehabt, hätte ich in dem Moment sagen können, ich nutze diesen Verstärkungszauber und hätte dadurch einfach 2 Energieverbindungen mehr bauen können. Diese Karten, wenn man die nimmt, legt man die offen bei sich aus und Verstärkungszauber bringen am Spielende, wenn sie ungenutzt sind, 2 Siegpunkte. Sobald ich sie einmal benutzt habe, das heißt, ich kann sie auch nur einmal verwenden, werden sie umgedreht, dann bringen sie halt am Spielende in dem Moment keine Siegpunkte mehr. Und Verstärkungszauber gibt es halt für alle, ich sag mal, möglichen Aktionsmöglichkeiten, auch zum Beispiel für den Zauberstab. Wenn ich hier voranschreiten könnte auf dem Zauberstab durch zum Beispiel so ein Hexplättchen, oh Gott, hätte ich also das hier, hätte ich 2 Zauberstab-Aktionen, hätte ich diesen Verstärkungszauber noch bei mir ausliegen, würde den nutzen, hätte ich dann 4 Schritte auf dem Zauberstab. Und so gibt es halt für die verschiedenen Aktionen, die wir hier haben, da gibt es natürlich auch für die Schriftrollenaktion, wie gesagt, da wiederum, das erhöht nur die Auswahl, die ich dann habe an Karten oder aus den Karten, die ich nutzen kann. Und das gibt es natürlich dann auch für die Hexenaktion, die erklären wir euch nochmal, oder auch für die Kristallaktion. Hier hätte ich jetzt also, wenn ich dann die Kristallaktion mache, könnte ich ein Kristall 2 Schritte mehr bewegen oder halt die 2 Schritte auf verschiedene Kristalle aufteilen. Und dann gibt es hier halt noch, ich nenne es jetzt mal Zielkarten, das sind dabei im Spiel heißt es Prophezeiung. Und da gibt es verschiedene, da gibt es zum einen hier, dass man bestimmte Gruppen sammeln muss, wie zum Beispiel hier. Hier
Hier soll ich eine bestimmte Gruppengröße von diesen Kristallen gesammelt haben, sprich von diesen Symbolen in meinem Kessel. Und je größer die Gruppe ist, die ich dort gesammelt habe, bekomme ich am Spielende Punkte. Wenn ich diese Prophezeiung gar nicht erfüllen würde, also hätte ich nicht mal eine Gruppe von 4 zusammenhängenden Kristallen hier in meinem Kessel, würde ich am Spielende immerhin noch einen Punkt bekommen. Aber das können wir euch nachher nochmal zeigen. Ich mache jetzt erstmal das hier wieder zurück. Und meine Zielkarte oder meine Prophezeiung ist jetzt halt, wenn ich am Spielende 4 von diesen Magiechips gesammelt habe, bekomme ich 3 Punkte. Habe ich 5 bis 6 von diesen Magiechips am Spielende gesammelt, bekomme ich 5 Punkte. Und habe ich 7 und mehr von diesen lilanen Magiechips am Spielende gesammelt, bekomme ich dann sogar 7 Punkte. So, die lege ich jetzt offen bei mir aus. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht wollt, dass jemand die Karten sieht, kann man die sogar auch auf die Hand nehmen. Eigentlich habe ich die so gemacht, einen Stapel. Genau. So, das muss ich aber erst noch, die habe ich ja nicht gespielt. Jetzt habe ich hier auch 4 Hexplättchen und noch auslegen. Das heißt, ich decke auch wieder ein neues auf, sodass man immer 5 hat. Und wie Christian ja schon gesagt hat, wir spielen insgesamt über 11 Runden. Wir haben hier insgesamt 15 von diesen Hexplättchen zu Spielbeginn auslegen. Das heißt, wir spielen so lange, bis jeder 11 Plättchen platziert hat in seinem Kessel. Und wenn man nur noch 4 Plättchen offen vor seinem Kessel liegen hat und keine weiteren, dann endet das Spiel und man kommt dann zur Schlusswertung und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann das Spiel. Und soweit dann dazu und Christian wäre dann dran. Jupp, dann nehmen wir einmal dieses Plättchen, das packe ich jetzt hier hin. Und jetzt sieht man, ich habe dadurch, dass ich das lege, einmal 2 Kristalle nebeneinander und ich habe 2 Hexen nebeneinander. Das heißt, ich darf beide Aktionen doppelt nutzen. Ich fange mal mit den Kristallen an, das heißt, ich habe hier ein Kristall und den schicke ich 1, 2, also aus meinem Kessel raus, auf den Rand. Und hier am Rand sind halt eben auch diese 6 Aktionen insgesamt jeweils 2-mal vorhanden. Und da, wo mein Kristall landet, da nehme ich ihn und kann ihn dann hier entsprechend analog zu dem Feld, wo ich eben gerade rausgegangen bin, platzieren. Oder ich setze ihn hier unten ein. Wenn ich das mache, darf ich mir hier aus der offenen Auslage in Anführungszeichen eins von den Magieplättchen nehmen. Will ich aber gar nicht. Ich bin hier gelandet. Das heißt, ich platziere jetzt hier meinen Kristall. Und das bedeutet, ich darf jetzt hier 2 Energieeinheiten platzieren. Im Spiel zu zweit sind nur die ersten 4 von jeder Sorte frei. Da sieht man auch hier so einen kleinen Strich. Das ist hier im Spiel zu dritt. Da hat man eine Möglichkeit mehr. Und im Spiel zu 14 diese Fiolen komplett frei. Aber im Spiel zu zweit dürfen wir eben nur insgesamt diese ersten 4 Plätze nutzen. Energie, oh, wir sind bei Star Trek. Und zwar Mr. Spock. Ich gehe einmal dorthin. Das heißt, Christian hat jetzt hier eine Einerverbindung und die hat er dann vollständig belegt, weil da gibt es nichts mehr. Und Christian ist auch von seinem Turm aus gestartet, ganz wichtig. Bekommt jetzt, weil er eine Einerverbindung vervollständigt hat, schon mal einen Punkt. Genau. Und das Zweite, was ich mache, weiß ich selber nicht, ich gehe einfach mal dahin, ist nicht komplett die Energiestrecke, der Weg, von daher bekomme ich da keine Siegpunkte. Vielleicht da nochmal ganz kurz zu, das habe ich noch nicht weiter gesagt. Ich habe ja gesagt, das erste Energie oder die erste Energieeinheit muss man immer von seinem Turm ausgehend starten. Christian hätte jetzt auch hier, er hat jetzt ja die zweite Energieeinheit auch noch, weil dieses jetzt abgeschlossen ist. Man muss ja erstmal einen Weg quasi abschließen, bevor man einen neuen anfängt. Christian kann jetzt das neue dann entweder anfangen von seinem Turm ausgehend oder von dem Ort, den er jetzt bereits mit seinem Turm verbunden hat. Das heißt, Christian hätte auch hier oder hier hinlegen können, weil dieser Ort ist jetzt mit seinem Turm verbunden. Und von daher kann Christian jetzt auch von diesem Ort ausgehend dann, ich sag mal, sich weiter ausbreiten und Energieeinheiten legen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu den Kristallen. Das hatte ich nämlich vorher noch nicht gesagt bei meiner Kristallaktion, wie Christian schon gesagt hat. Man kann halt auch Kristalle aus seinem Kessel hinaus bewegen, aber nur dort, wo halt diese Pfeile dann sind. Und dann kommt man halt auch zu diesen Symbolen, die diese 6 Aktionen, die wir im Spiel haben, als Möglichkeiten bietet. Und dann muss man, wie Christian schon gesagt hat, halt den Kristall entweder in die Reihe legen, auf dem Symbol, wo man hier rausmarschiert ist, oder hier unten. Und man bekommt hier oben halt immer grundsätzlich 2 Aktionen dann dafür von der jeweiligen Aktion, mit der Ausnahme des schwarzen Kristalls. Genau, der macht mal 4, der verdoppelt. Das heißt, wenn ich den hier einlegen würde, normalerweise bekommt man immer das Doppelte der Aktionsmöglichkeiten, dann bekomme ich immer 2 Aktionen dazu. Das heißt, der schwarze Kristall bringt mir hier oben jeweils 4 Aktionen der jeweiligen Aktionsart. Wenn ich hier unten einsetze, bringt er mir auch 2 Aktionen dazu. Das heißt, ich würde zum Beispiel hier, das Plättchen würde mir 3 Siegpunkte bringen, würde ich also 2 Siegpunkte dazu bekommen. Oder hier, das würde mir eine Energieverbindung bringen, würde mir also dann 2 Energieverbindungen dazu bringen. Also dürfte ich 3 Energieverbindungen dann platzieren und so weiter. Aber man darf ja auch nicht vergessen, diese Magieplättchen sammelt man ja hinter seinem Sichtschirm und die bringen am Spielende ja auch nochmal 2 Siegpunkte dann. Soweit dann nochmal zu der Besonderheit zu dem schwarzen Kristall. Genau, dann die zweite Geschichte, die ich habe, sind die Hexen. Ich habe 2 Hexenaktionen und zwar gibt es da 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist,
eine Hexe zu meiner großen Hexe hinlegen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil man es von oben sieht. Also hier ist meine große Hexe, ich muss die Hexe hinlegen. Kann ich so hoch stapeln, wie ich will, kann ich im Prinzip alle Hexen, die ich habe, erstmal liegen da rein. Das ist eine Aktion. Zweite Aktion ist... Wobei pro Aktion darfst du eine Hexe reinlegen. Richtig, genau. Ich wollte jetzt, es gibt zwei Aktionsarten. Aktion Nummer 1 ist halt eben, Aktionsart Nummer 1 wäre hinlegen. Aktion Nummer 2, eine Hexe bewegen. Und zwar anhand, an der Strecke, die schon da ist. Also an den Energieverbindungen hier in dieser Kristallkugel, die momentan relativ reduziert sind bei mir. Ich habe nämlich nur eine Energieverbindung zwischen meinem Turm und dem Wald, das heißt, ich nehme jetzt diese hingelegte Hexe, richte sie auf, schicke sie in den Wald, Knusper, Knusperhäuschen und bekomme den Magiechip. Hat jetzt den Effekt, die Hexe ist hier gelandet, sobald ich eine Hexe platziere, bekomme ich 2 Siegpunkte. Und dieses Magieplättchen kann ich jetzt irgendwann im Laufe meines Zuges, solange ich mit den Hexen unterwegs bin, also quasi in der Hexenaktion von mir, kann ich dann irgendwann nutzen. Ich bin mit meinen Hexenaktionen durch, mehr habe ich nicht. Von daher mache ich das jetzt. Da ist wieder ein Kristall drauf, das heißt, ich darf einen Kristall in meiner Suppe um einen Schritt bewegen und ich bewege den einfach mal nach da und lege den nach hinten, 2 Sichtpunkte, ziehe wieder einen nach und Michaela ist dran. Vielleicht noch mal ganz kurz, es kann ja nachher, ihr seht ja schon, das wird ja nachher recht voll hier, man platziert hier immer mehr Hexplättchen, das kann natürlich auch ein bisschen unübersichtlich werden, dann überlegt man nachher, welches Plättchen habe ich jetzt eigentlich gerade gelegt, dafür habt ihr euren Markierungsstein, ihr könnt nämlich euren Markierungsstein dann auf das Plättchen legen, was ihr gerade gelegt habt, sodass ihr immer seht, das ist das Plättchen, was ich gerade gelegt habe. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu den Hexenaktionen. Zwei mögliche hat Christian ja schon gerade erklärt. Sobald eine Hexe platziert wurde, also sobald sie steht, kann sie da auch nicht mehr wegbewegt werden. Das heißt, die steht jetzt hier bis zum Spielende in Stein gemeißelt. Und es dürfen auf einem und demselben Ort auch niemals mehrere gleichfarbige Hexen stehen. Das heißt, an jedem Ort darf jeder Spieler maximal eine seiner Hexen haben. Es dürfen aber an jedem Ort beliebig viele verschiedenfarbige Hexen stehen. Und jetzt hat man ja auch schon gesehen, immer wenn eine Hexe an einem Ort eingesetzt ist, bekommt man zum einen 2 Punkte. Und sofern dann noch der Magiechip ist, also sofern man diesen Ort als erster betritt und dort stehen bleibt, bekommt man auch noch den Magiechip als Belohnung und kann dann den nutzen insofern. Vielleicht einmal ganz kurz wegen der Bewegung noch, wo wir gerade dabei sind. Sagen wir jetzt mal so, ich hätte jetzt vielleicht hier so diese Verbindung noch gebaut und ich hätte jetzt 2 Hexenaktionen. Tun wir einfach mal so, als wenn ich jetzt hier 2 Hexenaktionen hätte auf meinem Spielertableau. Sagen wir mal so, ich hätte das vielleicht so und so. Und dürft jetzt dadurch sogar 3 Hexenaktionen machen. So, Chris hat ja schon erzählt, eine Hexenaktion wäre, eine Hexe hinzulegen. Das wäre eine Hexenaktion. Mit der zweiten Hexenaktion könnte ich mich jetzt hier bewegen. Und zwar, wie Christian schon sagte, nur über vollständige Energieverbindungen, die mit den Orten vollständig verbunden sind. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen, ich könnte da hingehen, aber ich könnte auch da hingehen. Wenn ich mich über eine eigene Energieverbindung bewege, kostet mich das eine Hexenaktion und ich kann damit beliebig weit gehen. Das heißt, ich könnte mit einer Hexenaktion jetzt über meine eigenen Energieverbindung, die natürlich vollständig fertig sein müssten, zu diesem Ort hier reisen, würde mich eine Hexenaktion kosten. Möchte ich jetzt aber ganz gerne hierhin, müsste ich jetzt ja Christians Energieverbindung mitnutzen. Das heißt, ich hätte eine Hexenaktion genutzt, um die Hexe einzusetzen, die zweite Hexenaktion, um bis hierher zu kommen und wenn ich eine fremde Verbindung nutze, egal wie lang sie ist, ob es eine Einer-Verbindung ist, eine Zweier- oder eine Dreier, kostet mich das auch immer eine Hexenaktion. Das heißt, ich müsste jetzt die dritte Hexenaktion nutzen, um überhaupt hier hinkommen zu können. Also über eigene Energiefelder, Felder, Straßen, wie auch immer, eigene Energiestraßen, kann ich mit einer Hexenaktion beliebig weit reisen, auch über, ich sag mal, besetzte Orte hinweg. Aber sobald ich eine fremde Strecke nutze, muss ich dafür schon eine einzelne Hexenaktion dann aufwenden. So, jetzt resetten wir das mal schnell wieder, denn das habe ich ja alles gar nicht gemacht. Wohl wahr. Wohl wahr, keine Angst. So, dann mache ich hier mal was. Ich nehme mal dieses Plättchen. Das erlaubt mir jetzt von der Aktionsart Hexenaktion und die Kristallaktion. Die darf ich ja, wie gesagt, in beliebiger Reihenfolge ausführen. Und ich lege das Plättchen jetzt mal hier hin. Und ich könnte jetzt hier meinen Markierungsstein drauflegen und sagen, damit ich mir merken kann, ich habe das Plättchen gelegt, aber das kann man am Anfang, geht es noch einigermaßen. So, jetzt kann ich hier 2 Kristallaktionen machen. Das heißt, ich kann jetzt entweder 2 Kristalle jeweils um ein Feld bewegen oder ein Kristall 2 Felder weit. Wie gesagt, man darf einen Kristall nicht in dem Zug auf einem belegten Feld enden lassen, aber er darf über belegte Felder hinwegziehen. Ich mache jetzt hier mal 1, 2. Das heißt, der Kristall kommt hier raus, landet damit auf dem Kristallsymbol. Ich darf ihn hier dann im Fiolenregal entsprechend in der Reihe platzieren oder hier unten, wie Christian das angegeben hat. Ich setze ihn jetzt hier rein.
So, damit habe ich jetzt zwei weitere Kristallaktionen. Man kann auch, dafür ist das hier noch da, wenn man nachher viele Aktionsmöglichkeiten hat, viele verschiedene, dafür hat man seinen Tiermarker. Hätte ich jetzt am Anfang sagen können, ich hatte hier zwei Kristallaktionen, hätte ich das mit meinem Tiermarker hier markieren können. So, dann wäre ich jetzt auf Null, würde jetzt aber darüber ja nochmal zwei Kristallaktionen bekommen, könnte es mir es also damit also merken. Damit kann man sich im späteren Spielverlauf, wenn man nachher mehrere Aktionen hat, sich das auch merken. Jetzt am Anfang braucht man das noch nicht. So, dann habe ich ja darüber nochmal zwei Kristallaktionen. Und da würde ich doch jetzt mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, was habe ich denn da für Plättchen, was würde ich denn als nächstes legen wollen. Dann mache ich mal den hier, den bewege ich jetzt mal 1-2 Felder weit. Damit habe ich die Kristallaktion abgeschlossen und meine Bonusaktion auch. Und dann habe ich hier noch eine Hexenaktion, das heißt, ich kann auch eine Hexenaktion machen. Ich kann momentan nur eine Hexe einsetzen neben meinem Turm. Ich kann auch Hexen übrigens nur neben meinem eigenen Turm einsetzen. Das hatte Christian ja schon gesagt. Und die, da darf ich aber auch beliebig viele liegen haben dann. Gut, dann bin ich schon wieder fertig. Dann decke ich hier wieder ein neues Hex-Plättchen auf. Schwieriges Wort. Total schwierig. Und dann ist Christian schon wieder dran mit seinem Zug. Jo, dann fangen wir doch mal an. Dann gehe ich doch mal dahin. Da ist jetzt einmal der Zauberstab und einmal Energie drauf. Ich packe die hier hin. Das heißt, ich habe einmal Energie, ich darf also eine Energie hier einsetzen und ich packe die dahin. Damit habe ich zwei ineinander, das heißt, ich bekomme dafür 3 Siegpunkte. Genau, weil Christian eine 2er Energiestrecke fertiggestellt hat. Und dann habe ich 2 Zauberstabsymbole, das heißt, ich komme da unten mit meiner Figur 1-2 nach vorne. Und da ist jetzt immer wichtig, wer ist der Erste? Und zwar der Erste, der das erreicht, in Anführungszeichen, der kriegt den Doppelbonus. Nicht der Erste, der es erreicht, sondern der am Ende seines Bewegens, seines Zählers, die an erster Stelle genau, ist. Genau, weil, wenn Michaela, also angenommen, ich stehe jetzt hier, und Michaela würde jetzt nachher da auch hinkommen, dann wäre sie die Erste, weil immer der, der oben liegt, ist der Erste. Das heißt, normal lande ich hier, ohne der Erste zu sein, kann ich eine Kristallaktion machen, bin ich der Erste, das ist immer das, was da unten abgebildet ist, dann darf ich das doppelt, das heißt, ich darf jetzt 2 Aktionen machen. Also wir können das ja mal als Beispiel sagen, wäre ich jetzt schon hier und Christian wäre jetzt danach erst hingekommen, dann dürfte er diese Aktionsmöglichkeit nur einmal machen, also nur eine Kristallaktion, da er jetzt aber am Ende des Zuges auf dem Zauberstab der Erste ist, also der am weitesten vorne ist, bekommt er den Bonus, dass er die Aktion zweimal machen darf, in dem Fall 2 Kristallaktionen. Genau, und das mache ich dann auch. Ich mache einmal 1-2, damit geht der Kristall raus. Ich kann den Kristall hier platzieren, das heißt, ich darf nochmal 2 Kristalle bewegen. Und dann machen wir 1-2. Dann können wir vielleicht hier nochmal ganz kurz sagen, hier gibt es halt zu jeder, ich glaube zu jeder der 6 verschiedenen Aktionsarten gibt es einmal das, ne? Nicht ganz. Also es gibt hier einmal, man kann hier einmal die Kristallaktion machen, man kann hier Energie bauen, also Energiefelder hier weiterführen, wenn man der Erste ist, auch doppelt. Oder man kann hier die Hexenaktion machen. Doch, sind alle dabei. Und auch hier auswählen. Das Einzige, was fehlt, ist der Zauberstab, weil auf dem bist du ja. Auf dem bist du ja, genau. Also hier dürfte man die Hexenaktion machen, 2-mal. Wenn man der Erste ist nach dem Setzen, darf man sie sogar 4-mal machen. Hier darf man 2 Schritte auf dem Pentagramm machen. Wenn man der Erste ist, sogar 4 Schritte. Hier darf man sich aus den ersten 3 Karten eine aussuchen, wenn man der Erste ist, aus den ersten 6 Karten. Und dann gibt es hier halt noch diese silbernen Felder. Beim Erreichen oder Überschreiten dieser Felder, genauso wie bei diesen dunkelbraunen, bekommt man hier was. Und in dem Fall bei den silbernen Feldern sind es halt Zwischenwertungen. Hier würden halt alle fertiggestellten Energieverbindungen gewertet. Das heißt, wäre das jetzt so oder beziehungsweise wäre ich jetzt da, würde mir das auch nichts bringen, weil die Energieverbindung ist noch nicht fertig, das bringt mir nichts, sondern nur fertiggestellte Wege, eigene Wege bringen hier was. Da würde Christian jetzt quasi 2 Punkte bekommen. Hier würde man schauen, wie viele Hexen hat man hier schon in der Kristallkugel, sowohl liegend als auch stehend und die große zählt mit. Hier würde man für jede Schriftrolle, die man schon bei sich ausliegen hat, einfach einen Siegpunkt bekommen, unabhängig davon, ob es ein schon bereits benutzter Verstärkungszauber ist, also auch dafür würde man einen Siegpunkt bekommen. Hier würde man einen Siegpunkt pro lilanem Magieplättchen, das man schon hinter seinem Sichtschirm gesammelt hat, einen Siegpunkt bekommen. Und hier würde man pro eigenem Kristall, also pro Kristall in eigener Spielerfarbe, einen Siegpunkt bekommen. Und hier hinten würde man 2 Punkte pro blauen Plättchen, die man schon entweder hinter seinem Sichtschirm oder in seinen Kessel gesammelt hat, 2 Siegpunkte bekommen. Damit bin ich schon wieder fertig und dann ziehe ich ein Plättchen ab und Michaela ist dran. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Plättchen. Da kann ich jetzt die Schriftrollenaktion und die Zauberstabaktion machen. Ich lege das hier an und ich mache als das erste die Zauberstabaktion. Das heißt, ich darf auch 2 Schritte machen. 1-2. Und jetzt kommt halt das zum Tragen, was Christian sagte. Bei Gleichstand
ist derjenige, ich sag mal, der Erste, der oben liegt. Deswegen legt man hier nämlich auch die Figuren hin. Das heißt, ich bin jetzt Erster in der Reihenfolge und darf jetzt auch diese Aktionsart dann zweimal machen. Also ich darf jetzt auch zwei Kristalle bewegen. Also zwei Kristalle ein Schritt oder ein Kristall zwei Schritte. Und ich mache jetzt hier mal einen Schritt hier. Jetzt mache ich tatsächlich mal hier. Das heißt, ich habe einen Schritt mit dem Kristall gemacht. Der geht raus, der darf wieder hier reingesetzt werden. Dadurch bekomme ich zwei Kristallaktionen dazu. Habe also noch drei Kristallaktionen. Und da machen wir dann nochmal, da mache ich dann mal 1, 2, 3. Also dann habe ich alle Kristallaktionen verbraucht. Der ist jetzt hier auf dem Zauberstab-Symbol. Das heißt, der ist erstmal abhanden gekommen, mein Kristall. Und zack ist er da und dann landet er hier. Genau, ich möchte ihn da reinlegen. Ich kann ihn sonst auch alternativ hier unten reinlegen. Aber ich lege ihn in die Reihe mit dem Symbol. Damit habe ich nochmal zwei Schritte hier auf dem Zauberstab, was jetzt für mich eigentlich ziemlich doof ist. Ich mache hier mal 1, 2, weil jetzt komme ich zu einer Zwischenwertung. Das war nur, um mich zu ärgern, ne? Jetzt komme ich zu einer Zwischenwertung. Jetzt werden alle fertig gebauten Energieverbindungen von mir gewertet. Die sind noch nicht mal fertig gebaut, von daher bringt mir das jetzt nichts. Das war jetzt nicht so gut. Und ich habe hier als zweite Aktionsmöglichkeit jetzt noch. Ich schon wieder. Ich werde weiter. Ich darf mir hier noch die erste Karte nehmen, aber wie gesagt, ich habe ja nur eine Schriftrolle, von daher darf ich nur aus einer Karte aussuchen. Das ist die erste. Und diese Schlusswertungskarte oder Prophezeiung, wie es so schön heißt, bedeutet, liegende Hexen neben meinem Turm und auch nur liegende Hexen. Und zwar liegende Hexen neben meinem eigenen Turm. Wenn ich eine liegende Hexe neben meinem eigenen Turm habe, würde ich 3 Punkte bekommen. Wenn ich 2 liegende Hexen neben meinem eigenen Turm hätte, würde ich 5 Punkte bekommen. Bei 3 und mehr liegenden Hexen neben meinem eigenen Turm würde ich dann 7 Punkte am Spielende bekommen. Wolltest du die auch haben? Nein. Wolltest du nicht? Nein. Gut, dann bin ich ja mit meinem Zug durch. Das heißt, ich kann hier wieder noch ein Plättchen aufdecken, sodass ich dann wieder hier 5 offen liegen habe. Und vielleicht noch eine kleine Sache als Ergänzung. Wie bekommt man hier seine Kristalle aus dem Kessel heraus? Ich hatte ja schon gesagt, auf dem Sichtschirm, auf der Innenseite stehen auch noch mal so ein paar Infos. Einmal hier lila ist der eigene Turm. Deswegen ist es bei mir auch mit der roten Spielerfarbe meine eigene abgebildet. Schwarze Türme bedeutet immer, das sind die Türme der anderen Spieler. Wenn man eine Hexe einsetzt an einem Ort, bekommt man 2 Punkte. Hier ist nochmal die Kristallkugel von innen. Und hier ist auch nochmal, wenn man diese Verstärkungszauber nutzt, dass man die halt dann für die jeweilige Aktion dazu nehmen darf. Und man kann auch noch Kristalle auf andere Art und Weise aus dem Kessel herausnehmen. Das ist dann aber eine unsachgemäße Entfernung. Für den ersten Kristall, also ich kann jederzeit während meines Zuges einen Kristall einfach aus dem Kessel herausnehmen. Den lege ich dann neben meinen Sichtschirm ab. Für den ersten Kristall, den ich so unsachgemäß entferne, muss ich einen Siegpunkt abgeben, für den zweiten schon 2 Siegpunkte, für den dritten schon 3 Siegpunkte und so weiter. Aber so könnte man zu jedem Zeitpunkt seines Zuges halt auch die Kristalle auf andere Art und Weise aus seinem Kessel herausbekommen, um hier Platz zu bekommen, um da die Plättchen vielleicht ein bisschen besser hinzulegen. Und Christian konnte jetzt gut meine Hexplättchen sehen. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe auf meinen eigenen Suppentopf geschaut. Das ist ein Kessel und kein Suppentopf. Ja, das war's dann bei mir und du bist schon wieder dran im nächsten Leben. Ja, ich habe das nicht gut gemacht. Sagen wir es mal so. Ich hätte das ja auch nicht gemacht hier mit dem Werten. Das ist ja nur Vorführeffekt. Das ist nur der Vorführeffekt. Genau. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich nehme mal den hier raus. Unsachgemäßes Entfernen. Genau, verliere einen Siegpunkt, habe jetzt hier ein bisschen mehr Platz und mache nämlich jetzt dieses Plättchen hier, weil sonst hätte das hier nicht rangepasst. Zack. Das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit, 2 Energie einzubauen. Mhm. Ich mache da mal deinen Marker drauf. Dieses Plättchen hat Christian gelegt. Du weißt das, ne? Ich kann mir du das behältst merken. Das. Das ist das kleinste Problem. Christian darf jetzt, wie gesagt, bei seinem Turm weiter anlegen oder von einem Ort aus weitergehen, den er bereits an seinen Turm vollständig angeschlossen hat. Das heißt, Christian könnte jetzt auch hier in die Richtung weitergehen. Mache ich aber nicht. Ich bin hier in 2er Energie vollständig gebaut. Das heißt, ich kriege 3 Siegpunkte, weil es ein 2er ist. Mhm. Und dann habe ich hier halt eben 2 von diesen Prophezeiungen, darf ich mir aussuchen. Das heißt, ich darf da oder da mir einen wegnehmen. Also aus den ersten beiden darf Christian sich eine nehmen. Richtig, genau. Und ich nehme mir mal die Geschichte. So, dann rutscht hier wieder auf und hier wird wieder nachgefüllt. Dann kannst du da ja noch bei deinem Marker runternehmen. Und dann war das ja schon wieder dein Zug. Nachziehen muss ich noch, aber ansonsten war es das ja. Meine Güte, das war ja turbomäßig schnell war das ja. Ich nehme mal dieses Plättchen hier. Das heißt, ich habe da die 2 Aktionsmöglichkeiten. Einmal Energiestrecke hier weiterbauen und einmal auf dem Zauberstab voranschreiten. Und den lege ich doch mal hier so hin. So, jetzt kann ich ja die beiden Aktionen in beliebiger Reihenfolge machen. Ich mache hier erstmal die Zauberstab-Aktion. Ich habe 1, 2, 3. Das heißt, ich darf hier 1, 2, 3 Schritte machen.
Ich habe dieses Feld überschritten, bin die Erste auf dem Zauberstab nachweislich. Von daher darf ich diese Aktion jetzt doppelt machen. Das heißt, ich darf zwei Energiestrecken bauen. Ich muss ja erstmal meine angefangene Strecke zu Ende machen. Das heißt, ich mache das hier. Das ist eine Dreierstrecke, bekomme ich einmal 6 Punkte bitte für. Und dann mache ich doch hier nochmal eine Einerstrecke, bekomme ich bitte nochmal 1 Punkt für. So, das war erstmal die Zauberstabaktion und dann habe ich hier sowieso nochmal eine Energieaktion. Das heißt, ich darf nochmal einmal was bauen. Und sie baut und baut und baut. Und wo gehen wir jetzt mal hin? Ich laufe mal hier hin. Wie gesagt, man darf von seinem Turm ausgehend legen. Ich hätte jetzt aber auch hier weiterlaufen können in die Richtung. Ich laufe aber mal in... Nee, ich laufe dahin weiter. Ich gehe dahin weiter. So, das waren meine beiden Aktionen, die ich machen konnte. Und Christian ist wieder dran. Und ich muss natürlich auch noch aufdecken hier entsprechend. Aber jetzt bist du dran. Gut, dann nehme ich einmal die Geschichte hier. Ich packe den einmal... Das ist der falsche, Entschuldigung. Ich packe den einmal da so hin. Das heißt, ich habe hier einmal eine Prophezeiung. Das heißt, ich nehme hier einmal den Verstärker hier. Genau, Christian hat einmal eine Schriftrolle. Deswegen durfte er sich die erste Karte nehmen, weil es nur eine Schriftrolle ist. Also hatte er keine Auswahl. 3 Hexenaktionen. Genau, dann habe ich 3 Hexenaktionen. Momentan habe ich ja keine liegende. Das heißt, ich packe eine liegende hier hin. Erste Aktion. Zweite Aktion, ich schicke die auf die Reise und zwar dahin fürs Einsetzen der Hexe 2 Punkte plus der Platz sind 5. Das heißt, insgesamt sind das dann 7 Punkte. Genau, das ist die Besonderheit hier beim Hexenstein. Da kommt ja zu Spielbeginn keins von diesen Magieplättchen drauf. Man bekommt ja immer, wenn man eine Hexe an einem Ort einsetzt, 2 Punkte. Plus hier halt am Hexenstein bekommt man halt die Punktzahl, wo man seine Figur hinsetzen darf. Und wie man sich vorstellen kann, pro Feld darf natürlich nur eine Hexe dort stehen am Hexenstein. Dritte Aktion, ich packe noch eine liegende Hexe zu meiner großen Hexe. Und das war's schon wieder. Und ich fülle nach. Und Christian hat hier seine eigene Energieverbindung benutzt als, ich sag mal, Wegstrecke und wir hatten ja schon gesagt, auf eigenen Energieverbindungen darf man beliebig weit reisen mit einer Hexenaktion. Über eine fremde Energieverbindung muss man immer schon eine Hexenaktion ausgeben, um über die überhaupt reisen zu können. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich nehme mal dieses Plättchen, das packe ich hier. Nee, Quatsch, das wollte ich nicht nehmen, Entschuldigung. Ich wollte dieses Plättchen nehmen, das lege ich hier hin. Ich habe jetzt 2 Schritte auf dem Pentagramm, die ich machen kann. Da passiert leider nichts, weil das 2 weiße Felder sind. Und ich habe hier noch eine Energie, das heißt, ich darf noch eine Energieverbindung legen. Dafür bekomme ich bitte einmal dann, weil die Zweierverbindung fertig ist, einmal bitte 3 Punkte. Und wir haben jetzt eben gerade mal nachgerechnet. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe hier nur publige 17 Punkte und ich muss mehr haben, weil ich habe 2, 4, 6 Punkte allein durch die, Orte. Durch die Hexen. Das sind schon mal 6 plus die 5 sind 11. Plus hier einmal 3 und nochmal 3. Und nochmal 1, sind wir bei 18. Und ich muss ja nochmal ein Plättchen nachlegen. Unglaublich. Da, irgendwas hast du da wieder mit mir wieso gemacht. Wieso ich? Du bist, du bist doch da an der Punkteleiste ja, näher dran als ich. Ich weiß wieder. So, ich nehme einmal das Teil hier, pack das einmal hier hin. Das heißt, ich darf bei den Prophezeiungen unter den ersten 3 da mal auswählen. Hier ein Plättchen drauf. Genau, Christian hat jetzt hier 3 Schriftrollen, das heißt, aus den 3 Karten darf Christian sich jetzt eine aussuchen. Genau, und jetzt hier muss man zum Beispiel aufpassen. Das ist nämlich jetzt so kein lilafarbener, sondern ist ein schwarz. Das heißt, ich muss irgendwo eine Hexe an einem fremden Turm haben. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, das ist eine Zielkarte, wo eine Hexe an bestimmten Orten eingesetzt werden muss. Es muss nämlich eine Hexe bei einem fremden Turm stehen. Es muss eine Hexe bei einem dieser roten, ich sag mal, nicht Gebäuden, doch man kann Gebäude sagen, stehen. Da gibt es hier 4 rote Gebäude, die gibt es jeweils hier außen. Und es muss eine Hexe beim Hexenstein stehen. Und das ist auch so, diese Karten muss man von oben nach unten erfüllen. Das heißt, wenn Christian zwar die 2. und die 3. Bedingung erfüllt hat, aber die 1. nicht, bekommt er für diese Karte so keine Punkte, sondern nur diesen 1 Punkt, weil die nicht erfüllt wurde. Also man muss wirklich von oben nach unten alles erfüllen. Das heißt, er muss den fremden Turm haben. Und den roten, dann bekommt er diese Punktzahl, hat er dann noch den Hexenstein, also hat er alle 3 Orte mit eigenen Hexen besetzt, bekommt er 7 Punkte. Na, ich nehme die trotzdem, ich kriege die hin. Du kriegst die hin. Ich habe ein gutes Gefühl. So, das war die Geschichte und dann habe ich hier nochmal 3 von den Zauberstäben. Das sind 1, 2, 3, das heißt, du kannst jetzt einmal deine eigenen fertigen Verbindungen hier werten. Da hast du 3 fertige Verbindungen, das heißt, du bekommst 3 Punkte. Und dann mache ich noch einen Verstärker. Wofür haben wir das denn? Das ist einmal der. Die benutze ich quasi, diese Karte. Ich drehe sie da um. Das heißt, sie ist bei Spielende keinen Punkt mehr wert, keine 2 Punkte mehr wert. Christian darf nochmal 2 zusätzliche Schritte machen. Genau. 1, 2. Das heißt, Christian ist jetzt ist er wieder zu oberst. Das heißt, Christian kriegt jetzt hier den Bonus. Er ist jetzt am weitesten vorne, nachdem er die Zauberaktion gemacht hat und darf jetzt hier nochmal 2 Energieverbindungen dann legen. Es ist übrigens auch so, wenn man jetzt
Karte ganz muss kurz, Christian jetzt zwei übrigens Energie umdrehen. Und ich kriege jetzt 3 Punkte dafür. Genau. Und die Karte muss Christian jetzt umdrehen, weil er die genutzt hat. Die Verstärkungszauber kann man maximal einmal nutzen. Und es ist auch so, wenn Christian jetzt mal sagen, wenn man so, er macht ganz viele Schritte, kommt vielleicht hier hin, weil er so viel Zauberstab-Aktionen hat, dann muss man die Aktion auch von hinten nach vorne abwickeln. Das heißt, Christian würde jetzt hier erstmal die Hexen werten und danach dürfte er die Hexenaktion machen. Das heißt, er bekommt dann nachher ja nochmal Hexen auf den Spielplan. Die werden dann hier aber nicht mehr gewertet, weil er muss zuerst werten, was auf dem Spielplan ist an Hexen. Erst dann kommt die Hexenaktion und erst dann kommt die Schriftrolle und dann würde noch das Pentagramm kommen. Also man muss es dann schon, wenn man mehrere Aktionen dann freischaltet dadurch, von hinten nach vorne abarbeiten. So, und dann ziehe ich ein Blättchen nach und du bist dran. Und ich bin dran. Und ich mach mal, mache ich den oder mache ich den? Doch, ich laufe mal wieder ein bisschen auf dem Pentagramm. Ich gehe mal ein bisschen spazieren hier. Ich lege das hier mal an. Das heißt, ich habe 1, 2, 3 Schritte, die ich auf dem Pentagramm machen darf. Ich bin einmal hier vorbeigekommen, bekomme also dieses Sonderhexplättchen und ich bekomme einmal dieses Eulenplättchen. Das lege ich hinter meinen Sichtschirm. Das bringt mir am Spielende auf jeden Fall schon mal 6 Punkte. Und hier kann ich mich jetzt entscheiden, ob ich eine dieser beiden Aktionen sofort zweimal ausführe. Das wäre dann die einmalige Nutzung dieses Plättchens. Oder wenn ich es dauerhaft nutzen möchte, kann ich es jetzt hier halt auf ein freies Feld auf meinem Spielplan legen. Wie gesagt, belegte und vorgedruckte Felder dürfen nicht belegt werden und auch nicht Felder, auf denen der Kristall drauf liegt. Und jetzt überlege ich doch tatsächlich mal, mache ich nochmal 2 Schritte? Da würde es ja nochmal sowas geben, ne? Bringt mir das was? Man weiß es nicht. Das ist immer so die Entscheidung. Nutzt man das sofort mit zweimal oder belegt man da was auf seinem Spielertableau? Ich nutze jetzt mal hier die Pentagramm-Aktion sofort nochmal zweimal. Das heißt, ich komme nochmal 2 Schritte vor. Das Plättchen lege ich dann umgedreht neben meinen Sichtschirm. Dann bekomme ich dann nochmal eins. Da wird wieder nachgefüllt. Hier kann ich jetzt entweder den Zauberstab oder den Kristall doppelt nutzen, die Aktion. Und da machen wir doch einfach mal, ich nehme mal hier die... Obwohl, der Kristall ist auch nicht so schlecht. Ne? Nee, diesmal lege ich es hin. Und zwar lege ich das Plättchen doch mal... Wo legen wir es dann mal hin am besten? Ich lege es mal hier hin, das Plättchen. So, das war dann meine Pentagramm-Aktion. Und dann habe ich ja hier noch einmal, dass ich den Zauberstab... Das heißt, ich komme hier noch einen Schritt vorwärts und darf jetzt alle Hexen, die ich auf dem Spielplan hier habe, werten. Die große, die liegende und stehende zählen mit, also 2 Punkte. Höh, da bin ich ja richtig weit vorne. Also, und dann decke ich hier das nächste auf. Da habe ich richtig Gas gegeben, Holla, genau. Die Wand. Meine Güte. So, ich nehme einmal den. Den packen wir einmal hier hin. Das ist dann einmal 4 von den Zauberstäben. Man kann jetzt auch hier... 1, 2, 3, 4. Man könnte jetzt hier seinen Marker hinmachen, um zu zeigen, wo man gestartet ist. Da ist man losgelaufen, damit man weiß, welche Felder man letztendlich dann, ich sag mal, ja, überschritten oder betreten hat. So, das gleiche, was Michaela da. Siegpunkte für die Hexen. 1, 2, 3, 4 Stück. Mhm. Und dann darfst du nochmal, jetzt bist du ja vorne, hier werden eigentlich grundsätzlich erstmal 2 Hexenaktionen. Da Christian nach seinem Spielzug jetzt aber Erster auf dem Zauberstab ist, bekommt er die doppelte Belohnung. Also darf jetzt 4 Hexenaktionen machen. Unglaublich. Gib dir mal deine Krähe. 4 Hexenaktionen. Kannst du ja hier ja, auf das deine, ist, das kriegst du so hin, okay. Genau. Erste Hexenaktion. Ich gehe da rein, das sind einmal 2 Punkte. Also auf dem eigenen Energieverbindung beliebig weit reisen zu einem freien Ort, beziehungsweise wo noch keine eigene Spielfigur liegt. Hat er jetzt gemacht, war eine Hexenaktion. Genau. Hast du dir 2 Punkte genommen? Habe ich mir genommen. 2. Hexenaktion, eine einsetzen. 3. Hexenaktion, dorthin schicken, sind wieder 2 Punkte. Und 4. Hexenaktion, lege ich wieder ein zu meiner großen Hexe. Und dann habe ich jetzt wieder 2 Magie-Chips mir eingesammelt. Dann machen wir einmal die Geschichte hier. Das ist einmal auf dem Pentagramm einen Schritt nach vorne. Bringt erstmal nichts. Und hier einmal auf dem Zauberstab einer nach vorne. Ja, und da kann Christian, löst jetzt eine Zwischenwertung aus. Das heißt, er wertet, ihr guckt jetzt, wie viele Schriftrollen er vor sich ausliegen hat. Ich glaube, doch, die sieht man noch bei dir im Bild. Und da zählen auch benutzte Verstärkungszauber auch mit. Das heißt, Christian hat 3 Schriftrollenkarten, also bekommt er dann nochmal 3 Punkte. Genau. So, das war einmal hier halt eben die Zauberstabgeschichte. Jetzt habe ich hier noch einmal meinen Kristall über und den Kristall, den schiebe ich mal nach da. Und das war schon wieder. Dann füllst du schon wieder nach. Und was ihr jetzt im Hintergrund nicht mitbekommen habt, wir haben doch hier vorhin einmal die Zahlen nachgerechnet. Genau, du hättest 18 ich, einen muss ich doch abgeben, weil ich habe ja vorhin einen Kristall abgegeben und der erste Kristall entfernt. Genau, der hat mich dann 1 Siegpunkt gekostet. Von daher, das war alles soweit richtig. Das kommt doch von Nachhinein nochmal Nachricht. Ja, soll ich mal lassen.
was ich führe, ist schon grundsätzlich immer richtig. Ja, das war klar, dass du das sagst. Das war mir auch schon klar. So, dann werde ich mal dieses Plättchen hier anlegen. Das lege ich mal hier hin. Dort so hin. So, das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4 mal die Kristallaktion. Das heißt, ich darf ein Kristall entweder ein, 4 Schritte oder ich darf es diese Schritte ja auf mehrere Kristalle aufteilen. Ich möchte aber ganz gerne in Schwarz. Den mache ich 1, 2, 3, 4. Dann kommt er hier raus. Das ist die Energieaktion. Das heißt, ich kann ihn entweder da einsetzen oder da. Ich mache es mal hier. Grundsätzlich hat man ja immer die doppelte Aktion, also zwei Energie. Aber der Schwarze, der gibt ja hier oben immer zwei Aktionsmöglichkeiten dazu. Das heißt, ich habe 4 Energieaktionen. Das heißt, ich darf insgesamt 4 von meinen Energiestrecken legen. Und dann machen wir doch mal, kann jetzt ja entweder von meinem Turm ausgehend oder von einem Ort, den ich bereits angeschlossen habe. Dann machen wir doch einmal hier 2. Das sind also einmal 3 Punkte. Und dann machen wir doch hier nochmal, auch nochmal 2, sind auch nochmal 3 Punkte. So, das war die Kristallaktion. Dann habe ich hier nochmal die Energieaktion, das heißt, ich darf nochmal, warum habe ich den eigentlich so gelegt? Weißt du was, ich lege den so, das ist doch viel besser. Dann habe ich nämlich hier einmal 4 Kristalle gehabt und hier habe ich jetzt 2 Energie, weil hier habe ich mit dem die zweite Aktion dann auch nochmal einmal mehr. Das ist ja ein bisschen verbaut, das ist ein Dreierfeld, das kriegt man nicht unbedingt mit Zweierfeldern voll. Ja, das macht nichts, das ist nicht so schlimm. Dann darf ich nochmal 2 Energie bauen, die baue ich mal hier hin, gibt dann auch nochmal 3 Punkte. So, und dann muss ich hier nochmal einmal nachfüllen und dann ist Christian schon wieder dran. Ich nehme als nächstes dieses Plättchen, das packe ich einmal hier hin. Das bedeutet, ich darf einmal die vorderste Prophezeiung nehmen. Zeig mal ganz kurz, ich kann mal einmal ganz kurz zeigen. Das ist wieder, Christian muss am Spiel eine Hexe an bestimmten Orten haben. Und zwar muss seine eigene Hexe an einem von diesen roten Orten, das sind die hier an den 4 Ecken, sag ich jetzt mal, stehen haben. Wenn er die zweite Punktzahl haben muss, muss er eine Hexe an einem Ort und eine zweite Hexe an einem anderen roten Ort haben. Wenn er sogar 7 Punkte haben möchte, muss er eine Hexe an einem roten Ort, eine zweite an einem anderen roten Ort und eine dritte doch wiederum an einem anderen roten Ort. Also er muss alle Bedingungen erfüllen, damit er die Höchstpunktzahl letztendlich dann erfüllt. Genau. Beziehungsweise bekommt. Einmal die Geschichte und dann habe ich hier insgesamt 3 Kristalle. Ich markiere das jetzt hier mal. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Oh, jetzt wird es kompliziert, okay. Ich gebe einmal 1, 2 aus. Jups, der landet dann da. Den packe ich dann entsprechend hier rein. Das war Kristall hier, wo er rausmarschiert. Das heißt, ich kriege wieder 2. Das heißt, ich habe wieder 3 zur Auswahl, in Anführungszeichen. Ganz kurz, jetzt ist diese Aktionsreihe oder diese Reihe im Fiolenregal auch voll. Das heißt, jetzt im Zwei-Personen-Spiel können wir hier auch keine weiteren Kristalle einsetzen. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwo bei so einem Kristall rauskommt, muss man den halt hier unten einsetzen, weil hier oben darf man nicht mehr einsetzen. Hier wäre im Drei- und hier im Vier-Personen-Spiel noch die Möglichkeit. So, und dann nutze ich nochmal die 3, die ich habe, für 1, 2, 3. Damit ist es aufgebraucht, dann können wir es zur Seite packen. Und ich lande hier draußen bei dem Pentagramm. Das heißt, ich darf auf dem Pentagramm 2 gehen. Zack, zack. Bekomme entsprechend dieses Plättchen. Das Plättchen packe ich einmal hier hin. Da ist ein Zauberstab und einmal eine Energieverbindung drauf. Genau, und das war schon. Und ich fülle auf. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich nehme mir dieses Plättchen hier. Jetzt sieht man schon, jetzt kann es doch manchmal ein bisschen voller werden, dass man vielleicht seinen Markierungsstein drauflegt. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Schritte auf dem Pentagramm, die ich bitte vorwärts komme. 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich bekomme einmal den Eulenchip. Upsala, der bringt mir hier am Spielende 7 Siegpunkte schon mal, den lege ich hinter meinen Sichtschirm. Und hier kann ich jetzt entweder bei der Schriftrollenaktion, also es ist immer doppelt, aus den ersten beiden mir einen aussuchen, oder ich kann die Energieaktion doppelt machen. Aber ich werde das mal so machen, dass ich das Plättchen hier reinlege. So. Na, das passt ja gar nicht. Das passt gar nicht, das passt sehr schön, finde ich. Findest du? Ja, das finde ich. Das passt doch mit der Energie wunderbar. So, und dann habe ich ja hier noch die Hexenaktion. Das heißt, ich habe noch 2 Hexenaktionen. Erste Hexenaktion. Ich reise mal hier lang auf meinem eigenen Weg. Eine Hexenaktion. Ich setze den ein. Das sind einmal 2 Punkte. Plus auf dem Magiechip sind 3 drauf. Also nochmal 3 dazu. Und die zweite Hexenaktion. Da lege ich hier wieder eine Hexe rein entsprechend. Und dann muss ich hier noch wieder aufdecken. Und dann bin ich schon wieder fertig. So, ich packe die dahin. Das heißt, ich habe einmal ein Dreier-Pentagramm-Geschichte.
1, 2, 3. Das heißt, ich kriege die Eulen. Das sind, glaube ich, noch 6 Punkte bei dir gewesen. Das waren noch 6 Punkte, genau. Und dann kriege ich einmal das Teil hier. Da ist einmal, hier kann ich euch einmal zeigen, einmal Kristall und einmal Hexenaktion drauf. Eins von beiden könnte Christian jetzt doppelt nutzen oder das Plättchen halt auf seinem, in seinen Kessel platzieren, auf ein freies Feld. Doppelgeschichte. Das heißt also 1, 2, ich lande auf dem Pentagramm, ich packe das wieder dahin, das heißt auf dem Pentagramm 1, 2 wieder nach vorne. Und dann habe ich hier einmal eine Hexenaktion und da lege ich... Ach, du legst eine Hexe dazu. Ich kann ja nicht woanders hin, das ist ja mein Problem an der Stelle. Was ist dein Problem dabei? Gleich wird das besser. Das war's schon und wieder auffüllen. Gleich wird's besser, sagst du. Warum wird's gleich besser? Weil ich gleich einfach... Gleich marschierst du einfach durch. Gleich läuft das. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz eben einmal gucken. Ich werde mal dieses Plättchen hier legen. Das lege ich mal hier hin. Ich lege da mal wieder meinen Markierungsstein drauf. So, das heißt, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kristallaktionen. Und dann machen wir doch mal 1, 2, 3. Ich markiere das mal hier wieder. Ich hatte 5. Meine. Oh, entschuldigen Sie bitte. Deine ist doch auf der Null, da wohin gehört. Ach da, auf der Null, wohin gehört. So, was habe ich gesagt? Ich 1, hatte 2, 3, du hast noch 2. Ich habe 5 Aktionen und ich habe 3 Schritte gemacht, das heißt, ich habe noch 2 Aktionen. So, der kommt hier raus, der ist bei der Hexe. Das heißt, ich habe jetzt 2 Hexenaktionen. Erste Hexenaktion, ich reise dann nur eigene Verbindung, beliebig ich weit mit einer Hexenaktion zu einem Ort. 2 Punkte für den Ort plus 3 für das Plättchen. So, das war die erste Hexenaktion und mit der zweiten Hexenaktion lege ich eine Hexe rein. So, dann habe ich ja noch 2 Kristalle und damit kriege ich irgendwie keinen mehr so richtig raus, wie ich das sehe. Von daher können wir die noch irgendwie ein bisschen näher hinbringen, nicht so richtig wirklich. Der müsste eigentlich mit 3 Schritten da raus. Wir ziehen den hier schon mal mit einem Schritt da näher hin. Und den hier bewegen wir mal, ist das Blödsinn? Ist das Blödsinn? Bewegen wir mal dahin. So, damit habe ich alle Kristallaktionen verbraucht. Dann habe ich hier noch eine Schriftrollenaktion, das ist ja nur eine, von daher darf ich mir nur die erste Schriftrolle nehmen. Ich habe keine Wahl. Und hier, das ist jetzt eine Siegpunktkarte für Spielende, das sind eigene Verbindungen. Das heißt, ich muss eine eigene Verbindung zu einem, das sind hier nämlich jetzt die schwarzen Türme, zu einem fremden Turm haben, wenn ich 3 Punkte haben möchte. Möchte ich die 5 Punkte haben, muss ich erstmal die eine Verbindung zu einem fremden Turm und eine weitere Verbindung zu einem anderen fremden Turm haben. Wenn ich die 7 Punkte haben möchte, muss ich erstmal diese beiden Verbindungen zu fremden Türmen haben, zu unterschiedlichen fremden Türmen und dann noch eine Verbindung hier zu einem Wald. Wenn ich das dann so hoch haben möchte mit der Punktzahl. Und dann muss ich nochmal wieder nachdenken. Und hier sieht man schon, wir haben ja gesagt, wir spielen 11 Runden. Sobald man nur noch 4 Plättchen hier offen liegen hat, ist das Spiel vorbei. Das heißt, ich habe nur noch 2 Plättchen, die ich legen kann. Ich glaube sicher mehr. So, ich gehe einmal hier rein. Ich markiere das einmal. Das sind 1, 2, 3, 4 Pentagramme. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich kriege das Eulenplättchen. Und ich kriege das Teil hier. Das ist sogar sehr schön. Das versuchen wir einfach mal. Das packe ich mal dahin. Hier wird noch aufgedeckt. Genau. Hast du das Eulenplättchen schon genommen? Das habe ich mir genommen, jawohl. Okay. Und dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Energy. Das ist ja schon langsam frech, ne? Dass du noch so viel Energie hast. Energy, da machen wir einmal 5 Energy. Jetzt muss ich mal gucken, wie kriegen wir das denn hin? 1, 2, 3 Energy. Das sind dann einmal 6 Punkte. Und dann machen wir nochmal hier 2 Energy. Das sind dann nochmal 3 Punkte. Und du bist dran. Und ich bin dran, das befürchte ich auch. Ich nehme mal dieses Plättchen hier, das lege ich mal hier hin. So, damit habe ich 1, 2, 3 Energie, die ich legen darf. Ich lege da mal wieder meinen Marker drauf, dass ich das gelegt habe. 3 Energie darf ich legen. Und die legen wir doch mal. Ich lege mal... 1, 2 dahin. Damit habe ich eine Strecke wieder voll, sind 3 Punkte. Durfte ich ja von einem Ort aus weitergehen, den ich schon angeschlossen habe mit meinem Turm. Und dann legen wir nochmal einen dahin. Das ist dann nochmal ein Punkt. So, das waren die Energy. Dann habe ich hier noch 2 Hexenaktionen. Ich mache mit der ersten Hexenaktion reise ich hier. Ich korrigiere einmal ganz kurz, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich reise hier mit der ersten Hexenaktion, das gibt mir einmal 2 Punkte für den Ort. Ich bekomme dieses Plättchen, damit habe ich wieder noch eine Hexenaktion, das heißt, ich habe immer noch 2 Hexenaktionen.
glaube, ich mache das hier auch mal wieder drauf. So, dann nehmen wir die zweite Hexenaktion, da lege ich den rein. Und mit der letzten Hexenaktion, jetzt muss ich gerade mal eben gucken, wo ich denn hinlaufen möchte. Bringt mir das noch was, auf den Zauberstab vorwärts zu kommen oder auf dem Pentagramm? Mit der letzten Hexenaktion gehe ich hier hin. Das heißt, der Ort bringt mir 2 Punkte und ich darf hier dieses Feld noch belegen. Hoppala, sind nochmal 1, 2, 3 Punkte. So, damit habe ich dann alles verbraucht, was ich hatte. Und du bist dran. Ach, ich muss ja noch aufdecken, Entschuldigung. Und dann kommt gleich schon meine letzte Aktion. Ja, meine letzte Aktion kommt jetzt. Ah, schlecht gespielt, schlecht gespielt. Was soll ich denn sagen? Das ist ganz mies. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Energy darf ich verbauen. 3, 4, 6. Dann machen wir einmal hier. Zack. Das sind dann einmal 6 Punkte. Zack. Und dann dürfen wir nochmal welche machen. Dann setze ich nochmal 2 hier ein, sind nochmal 3 Punkte. Und dann setze ich den letzten hier ein, ist nochmal 1 Punkt. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Hexenaktionen. Das machen wir mit dem Marker. Marker. Da. Das ist egal. 5 Hexenaktionen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen auf alle Fälle einmal da rein. Ist eine Aktion, sind 2 Punkte. Dann nehmen wir den hier und packen den mal dahin. Das sind 2 Punkte, ein verbraucht, ich kriege das Plättchen. Zack, dann ein einsetzen. Zack, dann da ein hinschicken. 2 Punkte und Kärtchen. Habe noch ein und dann nehme ich, ist nicht aufgegangen, verdammte Axt. Den packe ich dann nur so hin. Habe ich die verbraucht und dann habe ich jetzt hier noch diese 2. Das heißt, ich kriege einmal den, wird aufgefüllt, ich kriege den. Genau, vielleicht kann man da einmal ganz kurz zu sagen. Also bei diesen Plättchen ist es so, dass man bekommt immer das erste, also wenn man mehrere Magieplättchen mit dieser, ich sag mal, Schriftrollenaktion drauf bekommt, bekommt man immer jeweils das erste aus der Reihe. Man kann aber auch diese Karten mit entsprechenden Verstärkungszaubern verstärken. Das heißt, hätte man jetzt hier so einen Verstärkungszauber, wo so eine Schriftrolle drauf wäre, ich guck mal eben ganz kurz genau. Nee, das ist ja, ja, das ist ja nicht Schriftrolle. Ja, ich dachte, ich hätte einen das ist ja Zauberstab. Ich guck mal eben ganz kurz, ob ich hier vielleicht einen finde. Oder hier so einen einfachen Verstärkungszauber, den darf man ja für jede beliebige Aktion machen. Also mit Verstärkungszaubern könnte man das auch verstärken, dass man sich aus mehreren Karten eine aussuchen darf. Aber man kann halt nicht sagen, ich habe jetzt 2 Magiechips und dafür darf ich mir aus den ersten beiden eine aussuchen. Das geht nicht, sondern jeder Magiechip ist immer dafür da, dass man sich die erste Karte dann nehmen darf. Ich gebe dir das mal so wieder. Und dann gerne, das ist nämlich jedes Mal 2 Siegpunkte wert. So, dann darf ich noch mein letztes Plättchen hier legen. Ich lege einmal das hier rein. Ich mache da auch mal meinen Marker drauf. Ich habe hier einmal den Zauberstab. Nutze ich den zuerst, ist eigentlich wurscht. Das heißt, ich komme 2 Schritte, 1, 2 hier vorwärts. Ich bin jetzt leider nicht vorne, von daher darf ich diese Aktion in Anführungsstrichen nur 2-mal ausführen und nicht 4-mal. Wäre ich jetzt Erster auf dem Zauberstab, dürfte ich hier sogar 4-mal machen. Das heißt, ich habe 2 Hexenaktionen. Und für die beiden Hexenaktionen lege ich hier mal 2 Hexen rein. Und dann habe ich hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Hexenaktionen. Das mache ich auch mal wieder. Wo ist mein Tiermarker? Da. 5 Hexenaktionen habe ich dann noch. Für die erste Hexenaktion gehe ich einmal. Wo gehe ich denn mal hin? Da gehe ich einmal hierher. Das ist eine Hexenaktion, das heißt, ich bekomme das Plättchen und kann hier nochmal einen Schritt vorwärts gehen. Das lege ich verdeckt hinter meinen Sichtschirm. Für die nächste Hexenaktion laufe ich einmal hierher. Bekomme ich, haben wir 2 Punkte gerade genommen? Ich glaube nicht. Ne? Also 1, 2 für den ersten Ort, wo ich eingesetzt habe und nochmal 1, 2 für den Ort. Ich meine, ich habe mir die gerade nicht genommen. Hier habe ich einen Zauberstab drauf, das heißt, ich komme hier einen vorwärts. Das heißt, ich komme da nochmal einen runter und darf jetzt auch meine Schriftrollen einmal werten. Das sind einmal 3 Punkte, 1, 2, 3. Und für die 3 Hexenaktionen, die ich dann noch übrig habe, nehme ich 3 Hexen und setze die hier, upsala, bei meinem Turm ein. So, das war's dann. Ich habe nur noch 4 Plättchen hinter meinem Sichtschirm. Ich auch.
Gut, dann kommt es jetzt zur Endauswertung. Und dann nimmt man sich als erstes seine Eulenplättchen und nimmt dafür die Siegpunkte. Ich habe hier 13, das heißt 1, 2, 3, 64 für meine Eulenplättchen. Ich habe 11, 18. 18, 1, 2, 3, 74. 4, 5, 6, 7, 8 plus 10 sind 77. So, dann nimmt man sich seine Magiechips. Die sind ja jeweils am Spielende 2 Siegpunkte wert. Da habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 76. Habe ich auch 12, dann müsste ich auf den 89 kommen. So, dann würde man gucken, ob man irgendwelche Verstärkungszauber hat, die man nicht gebraucht hat. Du hast ja einen umgedrehten, also hätte Christian den jetzt im Spielverlauf nicht verwendet, würde so ein nicht verbrauchter Verstärkungszauber 2 Punkte bringen, hat Christian aber nicht, von daher ist der umgedreht. Und dann schaut man noch auf seine Prophezeiung, wenn man die nicht erfüllt hat, also keine dieser Bedingungen irgendwie, dann bekommt man dafür 1 Punkt. Das ist bei mir jetzt aber nicht so. Ansonsten wertet man jetzt einfach die erfüllten Prophezeiungen. Ich habe jetzt zum Beispiel, das sind ja die liegenden Hexen bei meinem Turm, bei einer Hexe 3 Punkte, bei 2 Hexen 5 und bei 3 und mehr Hexen 7 Punkte. Ich habe 3 Hexen hier liegen. Von daher bekomme ich für diese Siegpunkt-Endkarte einmal 7 Punkte. Dann habe ich hier einmal Verbindungen. Ich muss hier eine Verbindung zu einem fremden Turm haben. Den habe ich, jetzt muss ich ganz kurz mal eben gucken, da ist ein fremder Turm. Dann bekomme ich schon mal 3 Punkte. Wenn ich die 5 Punkte haben möchte, brauche ich erstmal die Verbindung zu einem fremden Turm plus die Verbindung zu einem anderen, also einem weiteren fremden Turm, habe ich auch. Wenn ich die 7 Punkte haben möchte, muss ich erstmal die 2 Verbindungen zu den 2 verschiedenen fremden Türmen haben plus eine Verbindung zum Wald. Bringt mir also insgesamt 7 Punkte, weil ich alle 3 Bedingungen erfüllt habe. Und dann bekomme ich hier noch, je nachdem wie viele Magiechips ich habe, Punkte. Ich habe ja 6 Magiechips. Von daher komme ich in diesem Bereich und bekomme dafür nochmal 5 Punkte. Das war jetzt ja nicht so wirklich nett. Viel, sonst kommen wir über 100 so teilweise. 4. Wir? Ja, du bist nett. Hier geht es um die Anzahl der Hexenplättchen, die ich hier in meiner Suppe habe. Das heißt, super, das ist ein Kessel. Das größte zusammenhängende Feld mit Hexen, das ist bei mir 1, 2, 3, 4, 5 groß. Das heißt, das in der Mitte bringt mir also schon mal 5 Punkte. Genau die gleiche Geschichte, diesmal allerdings mit der Energie. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück diesmal. Das heißt, ich habe den stärksten geschafft. Das heißt, das sind 7 Punkte und ich komme über die 100. Wie viele Karten hast du denn da? Ich habe da aber was anderes. Du hast aber was anderes. Das ist Anzahl meiner Hexen, egal ob liegend oder nicht. Und die große zählt mit. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Im Kessel, Entschuldigung, in der Kristallkugel. Kristallkugel macht nichts. Christian hat 9, also 7. Gekocht schmeckt die Hexe auch. So, dann die Geschichte. Einmal eine Hexe bei einem fremden Turm, habe ich. Einmal eine Hexe bei irgendwas Halunken, habe ich. Und einmal eine Hexe in der Mitte, habe ich. Also nochmal 7 Punkte. Und Christian hätte die 7 Punkte auch nicht bekommen. Sagen wir jetzt mal, Christian hätte keine Hexe bei einem fremden Turm gehabt und hätte nur die beiden unteren Sachen erfüllt. Dann hätte er gar keine Punkte bekommen, weil hier ist auch, die Hexe soll an verschiedenen Orten stehen und da muss jeder Ort von oben nach unten erfüllt werden, damit man die bestmögliche Punktzahl dann auch bekommt. So, das ist nochmal Ort, Hexen am Ort und zwar an 3 unterschiedlichen Routen. Ich habe es leider nur geschafft, Hexen an 2 Route zu packen. Hier, ich hatte ja schon die liegen, ne? Ich habe sie aber nicht mehr dahin gekriegt. Von daher nur das in der Mitte, das heißt einmal 5 Punkte. Na, das reicht doch schon, das ist doch schon eine ganze Menge. Ich heb dir die Karten einmal wieder. Ja, und gewonnen hat nachweislich mal wieder Christian mit 120 zu 95 Punkten. Hätten wir einen Gleichstand, dann würde man gucken, welcher auf dem Zauberstab weiter vorne ist. Wäre auch da ein Gleichstand, hätte der gewonnen, der dann dazu unters liegen würde. Ja, so spielt sich Witchstone. Seht es uns nach, wenn wir hier vielleicht irgendwann mal was im Punkt falsch gemacht haben. Ja. Das ist sonst immer, man konzentriert sich aufs Spiel. Hier muss man sich jetzt ja noch gleichzeitig auf die Erklärung nebenbei, ich sag mal, konzentrieren. Da kann man vielleicht auch mal mit den Punkten vielleicht auch mal durch den Tüdel kommen. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir mal zu unserem Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Das kann ich gerne machen. Also als wir das ausgepackt haben, dachte ich zuerst, oh, verdammte Axt, was kommt denn da für ein Schwergewicht auf uns zu? Weil das erschlägt einen echt mit den ganzen Materialien. Wir haben hier Karten, wir haben hier ein eigenes Tableau, wir haben diese Hex-Doppel-Hex-Felder, wie man sie auch nennen möchte. Man hat Kristalle, große und kleine Hexen, Energie, dann gibt es hier zig Bereiche, wo was hinkommt, Eulenplättchen und dies und dieses und jenes. Magiechips auf der Rückseite mit 2 Siegpunkten. Also das hat mich echt am Anfang so echt erschlagen, wo ich mir dachte, hey, so die Verpackung sah jetzt gar nicht so danach aus, dass da so viel drin steckt. Also Spielmaterial en masse und auch cooles Spielmaterial, wie ich finde. Also ich finde diese Energiedinger, wenn die Sonne spätabends so untergeht und sie trifft im richtigen Winkel, dann macht das echt einen romantischen Glanz hier auf den,
auf dem Spielbrett, haben wir festgestellt. Und auch so die Hexen sind schön gestaltet. Also das ist sowohl optisch als auch haptisch echt eine schöne Geschichte. Und was extrem überraschend war, nachdem wir das uns die Anleitung durchgelesen haben und man eben dann danach dahinter kommt, dass es schlussendlich eigentlich nur 6 Aktionsmöglichkeiten gibt, die ja hier auch nochmal gelistet werden. Mhm. Hexe, Energie, Kristall, Prophezeiung, Pentagramm, Zauberstab. Das ist es ja. Und eben dieses grundsätzlich, ich lege hier was hin und bewirke damit irgendwas, verstärke es in der Menge halt eben, je nachdem, wie viel Symbol ich dann, nachdem ich das Plättchen gelegt habe, unterm Strich habe. Das ist es schon. Und das war so genial. Also wir haben das erste Spiel gespielt, gefühlt fast keine Fehler gemacht und beim zweiten Spiel echt durchgespielt, ohne fast in die Anleitung zu gucken. Und das finde ich bei so einem riesen, in Anführungszeichen, Spiel mit so viel Material, mit so viel Ebenen und Stellen, wo man halt eben spielen kann, finde ich total bemerkenswert. Einziges Ding war, eine Sache, die hatte ich jedenfalls vergessen gehabt, dass mit dem Rausnehmen von den Kristallen aus meiner eigenen Suppe, also aus meinem Kochtopf, dass ich eben, wenn ich den ersten Kristall rausnehme, kann ich das machen, muss aber einen Siegpunkt bezahlen und so weiter. Das habe ich nicht so präsent gehabt. Es steht aber auf dem Sichtschirm drauf, hier. Aber ich habe mir meinen Sichtschirm nie richtig angeschaut. Und auf dem Sichtschirm steht auch, die lilafarbenen Türme auf diesen Prophezeiungskarten sind die eigenen. Die schwarzen sind die Fremden. Und das habe ich im letzten Spiel, weil die Sonne so tief im Zenit stand und irgendwie so drauf reflektiert, habe ich nicht erkannt, dass es schwarz statt lila war. Von da habe ich da Mist gebaut. Das sind so die zwei Schwachstellen oder da, wo ich ein Problem mit hatte. Ansonsten lief es total genial sauber durch. Und das Schöne bei dem Spiel ist halt eben, egal was ich mache, ich kriege eine Belohnung. Mhm. Das ist wirklich so. Also wenn ich hier eine Karte nehme, kriege ich sie halt eben nicht sofort. Ich kriege sie am Schluss. Okay, aber ansonsten, ich gehe hier raus. Die Karte kriegst du sofort, die Belohnung kriegst du. Ja, aber die Belohnung kriege ich, es sei denn, ich habe so einen Verstärker, genau. Oder ich marschiere hier längs, dann kriege ich gleich hier einen Effekt. Mhm. Oder ich kriege halt eben einen Kristall raus, kriege da was und. Kriege sofort Siegpunkte, wie auch immer. Also man hat echt das Gefühl, dass man sofort irgendwo eine Belohnung kriegt. Und das Schöne ist eben auch, dass man nie so genau weiß, wie läuft das im Prinzip, genau, wie läuft es bei mir selber? Weil ich habe natürlich meine Startauswahl an Plättchen, an meinen Hexplättchen, 5 Stück hinterm Sichtschirm, die sehe ich. Und alle, die nachkommen, sehe ich natürlich nicht. Das heißt, ich weiß die Reihenfolge nicht. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch nie die Kombination, die es gibt, von diesen Plättchen gemerkt. Ich könnte auch nicht sagen, ob Michaela die gleichen Kombis hat wie ich. Ich denke mal ja, aber es dadurch, dass man eben blind nachzieht, plus eben noch so Geschichten, wenn ich die halt eben in meiner Suppe dann in meinen Kessel auslege, dann ändert sich ja sowieso die Möglichkeiten, wie ich was anlegen kann. Und das, dadurch, dass ich eben 5 sehe, kann ich ja basierend auf diesen 5 Hexfeldern, kann ich mir ja schon eine Strategie überleben. Also habe ich relativ viele Pentagramme, dann weiß ich für mich, okay, ich forciere am Anfang eher die Geschichte, weil ich weiß, ich habe 3 Kärtchen, die passen auf alle Fälle dahin. Da komme ich hier schon mal vorwärts, kriege ein paar Siegpunkte, kriege vielleicht ein paar Verstärker, passt. Oder eben irgendein anderes Symbol. Oder es ist wirklich total gestreut, ich habe von jeder Sorte 2 oder so, dann habe ich natürlich ein Problem, dann muss ich Risiko laufen, was aber gefühlt nicht so schlimm ist, weil dann mache ich eben an der einen Seite mal, dann gehe ich zur anderen Seite und kann dann immer noch reagieren, wenn eben ein gutes Plättchen kommt. Es gibt Spiele, da haben wir es echt optimiert. Ich glaube, bei dem letzten Spiel waren wir im Bereich so um die 130, 140 Punkte. Ansonsten waren wir immer so um die 100 und das motiviert einen auch irgendwie. Also weil man spielt, man spielt, man spielt. Das allererste Spiel, das wir gespielt haben, war mit 2 Freunden. Die kannten das Spiel nicht, wir kannten es auch nicht, wir haben das erste Mal gespielt und dann war das echt zu so diesen losmarschiert hier, da, ja, und Michael und ich so ganz hübsch da hinten rumgedümpelt, und dann kam es irgendwie nachher zur Endwertung, dann sind wir so ganz strategisch zack an denen vorbeimarschiert, das war echt schön. Nee, ich glaube, Volker hat sogar gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Ach, du hast gewonnen, entschuldige bitte. Definitiv nicht. Wo ich es auch noch nicht wusste, ob ich gewinnen würde oder nicht, wie auch immer. Aber deshalb, also wer am Anfang hinten ist, muss auch beim Spielende nicht unbedingt hinten sein. Weil es eben so gewisse Sachen gibt. Eine Sache finde ich komisch, dass wenn man hier oben drauf ist, dass man Erster ist. Also ich erreiche ja zuerst das Feld, Michaela kommt ja später. Finde ich eine komische Regel, aber ist die Regel, kann ich akzeptieren. Es fühlt sich ein bisschen komisch an irgendwie. Und macht echt total viel Spaß, war ich echt total überrascht. Hatte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher, ich gebe dem Spiel ein sehr gut. Das hat mir bombig gefallen, es gibt wenig Kritikpunkte. Sehr gut. Also 8 Punkte. Jawohl.
Okay, dann mache ich mal wie so häufig mit der Anleitung weiter. Ich finde, die ist sehr gut geschrieben, sehr gut bebildert. Also es ist auch eine Anleitung, da sitzt man mal am Anfang schon ein bisschen, weil die Aktionen auch alle sehr ausführlich beschrieben sind, auch mit Bildern und so weiter. Aber wie Christian schon gesagt hat, also man ist wirklich sehr gut reingekommen in das Spiel. Und auch wenn an den Aktionen ja manchmal doch ein bisschen mehr noch dranhängt, auch an Regelwerk, hat man vielleicht jetzt ja beim Erklären auch gemerkt, fand ich es überhaupt nicht kompliziert, sondern wir sind super schnell reingekommen. Das war so intuitiv irgendwie, das ja. Ist einfach... Ja, macht Sinn, machen wir so. Genau, also es passte irgendwie alles. Auch die Karten hier hinten, also die Prophezeiungskarten, also die Schlusswertungskarten sind dann auch nochmal im Einzelnen beschrieben. Da gibt es halt auch eine ganze Menge unterschiedliche noch, von daher ist da auch schon genug Varianz drin. Man weiß letztendlich auch nicht, welche Karten kommen. Da kann man halt auch so ein bisschen drauf gucken, seine Strategie vielleicht versuchen, auch ein bisschen in die Richtung dann auszurichten, soweit man es dann hier kann, weil letztendlich die Plättchen kommen ja zufällig und ich habe mir das auch nicht gemerkt, welche Kombination es da gibt und man weiß ja auch nicht, wann sie letztendlich dann kommen würden. Also von daher, Spieleinstieg fand ich war sehr gut. Also wie gesagt, wir haben das erste Mal, wir haben es insgesamt 8-mal gespielt. Das erste Mal zu viert und danach dann zu zweit. Und es hat mir in beiden Konstellationen Spaß gemacht. Zu viert ist natürlich hier, dann ist noch mal ein bisschen mehr los. Dann muss man häufiger vielleicht auch mal fremde Verbindungen nutzen. Dann sind vielleicht nachher auch schon schneller natürlich auch diese Magieplättchen schon mal weg, die dann auch Siegpunkte bekommen. Dann kann hier auch schon mal schneller was weg sein, auch die höherwertigen Felder. Hier hat man ja ein bisschen mehr Platz zu viert, aber auch da kann es dann schneller Vorlag werden. Hier kommen vielleicht auch schneller Karten weg, die einen interessiert haben. Also von daher, da verändert sich dann schon einiges. Aber was ich halt ein total schönes Element finde, ich puzzle letztendlich ja hier in meinem Kessel und ich bestimme ja, welche Aktion ich wie machen möchte. Ja. Und je nachdem, wie die Plättchen kommen, versuche ich hier halt Gruppen zu bilden, dass ich die Aktion nachher dementsprechend auch häufiger dann nutzen kann. Und das kann mir letztendlich keiner kaputt machen. Und das finde ich ist schon mal eine sehr schöne Sache, weil dadurch kann ich letztendlich beeinflussen, wo möchte ich was letztendlich machen. Das gefällt mir wirklich schon mal sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an Prager Kaput Regni, wo man ja auch an jeder Seite belohnt wird und nachher mal aufpassen muss, dass man nicht irgendeine Sache vergisst. Und deswegen finde ich es hier auch sehr schön gelöst. Einmal, dass man diesen Markierungsstein hat, den man zum einen auf das Plättchen legen kann, um zu sagen, dieses habe ich jetzt gelegt, damit man sich vergisst. Aber auch dieses hier habt ihr ja gesehen, das haben wir auch, wenn wir zu zweit spielen, auch häufiger genommen, dass man hier wirklich dann markiert, wie häufig habe ich noch eine Aktion. Weil das kann nachher einfach, man hat ja schon gesehen, wenn man hier so bestimmte Sachen macht, sei es durch einen Kristall, dann komme ich dadurch. Es ist zum Beispiel auch so eine Anleitung gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Kristalle hier rausbewege, kann ich die auch erstmal so liegen lassen und dann nehme ich nach und nach die Kristalle weg und mache danach dann die Aktion in beliebiger Reihenfolge, so dass man da die Übersicht letztendlich nicht verliert. Weil ihr seht ja schon, es wird nachher hier voll und je besser man puzzelt hier, umso häufiger kriegt man auch die Aktion. Und wenn man dann noch bestimmte Sachen hat, wo man dann noch Bonusaktionen und Kettenreaktionen auslösen kann, ist das natürlich richtig cool, aber dann muss man sich natürlich wieder jedes Mal merken, was ist jetzt gewesen? Wie hier mit den Hexen zum Beispiel, nehme ich mir hier so ein Magieplättchen, wo ich dann noch wieder eine Hexenaktion dazu bekomme und so. Also ich finde, das ist wirklich echt total gut gelöst, dass man dadurch auch die Übersicht dann behält. Was ich auch schön finde, ich bin ja so ein Fan von Kurzspielübersichten und da ist hier wirklich auch eine Kurzübersicht wieder mit dabei, wo jede einzelne, ich sag mal, Aktion, die man haben kann, nochmal einzeln beschrieben hat. Wobei ich da echt sagen muss, ich habe da am Anfang beim ersten Spiel nochmal mit drauf geguckt, aber danach saß es dann letztendlich. Ja, auch. Und das finde ich so genial. Genau. Ja, weil das sind ja doch, es sind nur 6 Aktionen, aber trotzdem spielt ja relativ viel ineinander und trotzdem läuft relativ viel intuitiv ab. So, ne? Genau, und dann habt ihr hier auch nochmal die Vorbereitung mit drauf. Das fand ich auch schön, wenn man es vielleicht mal ein bisschen länger nicht gespielt hat, dass man hier nochmal weiß, wie bereitet man das Spiel vor. Wie ist der Spielablauf, wenn der Spieler am Zug ist und auch die Endwertung. Also das, finde ich, ist wirklich super gut gemacht. Auch hier mit dem Sichtschirm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit diesen Zielkarten, weil ich immer dachte, das ist mir am Anfang irgendwie gar nicht aufgefallen. Weil es wird natürlich auch, wenn man die Magiechips hier drauf legt, sieht man die ja gar nicht mehr so gut, die Orte. Von daher ist mir dann danach erst aufgefallen, klar, wir haben ja einen Sichtschirm, steht auch drin, auch in der Anleitung. Achtung, da sind auch Infos drauf. Habe ich aber beim ersten Mal, weil da war es einfach auch ein bisschen Reizüberflutung, nicht so drauf geguckt. Aber das finde ich auch sehr schön. Hier sind nämlich auch nochmal alle Orte drauf. Und dann wird das halt auch klar. Es gibt halt Karten, wo die Hexen an bestimmten Orten eingesetzt werden sollen. Es gibt dann Karten, wo man zum Beispiel hier, je nachdem wie weit man auf dem Zauberstab, über wie viele silberne Felder man rübergekommen ist. Oder hier zum Beispiel, hier haben wir noch die Karte am Hexenstein, wo man es eingesetzt hat. Oder hier, was er schon gesagt hat, mit diesen blauen Sonderhexplättchen, egal ob die außerhalb des Kessels liegen oder im Kessel. Also von daher, da gibt es schon viele verschiedene Sachen. Und da musste ich am Anfang nochmal gucken. Und was ich am Anfang auch vergessen habe bei dieser Kristallaktion, dieses unsachgemäße Entfernen. Das hatte ich auch nicht gleich von Anfang an drauf. Aber es ist letztendlich alles nochmal als Gedächtnisstütze hier auch auf dem Sichtschirm mit drauf. Und was Christian schon sagte, kann ich verstehen.
wenn die Karten, gerade wenn man hier an einem größeren Spieltisch sitzt und der eine sitzt da, dann sind die Karten ja doch mal ein bisschen weiter weg. Und dann mit diesem schwarzen und diesem lilanen, das ist dann doch, weil die Symbole sind dann doch ein bisschen klein hier oben drauf. Dann, und unsere Augen sind auch nicht mehr die besten. Also das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen anders, vielleicht noch mal einen Kreis drumherum oder so. Irgendwie noch ein bisschen doller. Stärker einfach, sag ich mal. Einen weißen Turm und einen schwarzen Turm. Oder genau, das ist halt ein kleines Manko, was uns beim Spielen aufgefallen ist. Ansonsten, finde ich, läuft das Spiel wirklich total flüssig. Ich finde das total schön, jedes Mal hier neu zu puzzeln, jedes Mal neu zu gucken. Es ist auch jedes Mal eine andere Strategie. Ich bin am Anfang total gerne hier lang gelaufen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich hier schneller rumkomme. Aber dann kommt es auch darauf an, wie werden die Plättchen aufgedeckt, wo diese Pentagramm-Aktionen letztendlich drauf sind, wenn die dann nicht kommen oder zu spät. Und ich habe es hier schon zugepuzzelt. Ihr seht ja schon, man puzzelt sich dann zum Teil auch zu. Von daher sind manchmal diese Plättchen auch gar nicht schlecht, um die dazwischen zu legen, weil man dadurch wieder mehr Luft bekommt, weil ja dieses Plättchen mal für zwei Aktionen gilt, wo man dann letztendlich anpuzzeln kann. Und das finde ich echt jedes Mal wieder total schön, um zu gucken, wie laufe ich, wie gehe ich, welche Aktion mache ich, wie puzzle ich hier. Und dadurch finde ich das Spiel auch total abwechslungsreich. Da läuft wirklich kein Spiel wie das andere. Auch hier, ich weiß, Christian, in einem Spiel hast du es total auf die Spitze getrieben, da hattest du von denen. Und du hast so gut gepuzzelt gehabt. Da war nachher, ich mache das und dann tuk, 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 tuk. Ich glaube, da bist du hier 8, 9 Schritte oder sowas. Auch. Ich denke, das kann doch gar nicht sein. Wie hast du das gemacht? Du hast das immer sehr angezweifelt, was ich gemacht habe. Aber es kann funktionieren, weil gerade wenn man eben diese Dinger hat, so, es sind einige mit Pentagrammen dabei. Mhm. Und wenn man die eben lustig aneinander puzzeln kriegt, das war ziemlich perfekt gemacht damals. Also das finde ich auch eine schöne Sache, weil man überlegt immer hier, oh, wenn ich das jetzt nehme und ich habe das dann, dann darf ich ja eine Aktion sofort. Das Ding zum Beispiel wäre hier natürlich viel besser. Ne? Damit zählt es zweimal für die Geschichte Aktion und dreimal dafür. Ne? Ja, aber ich wollte halt hier. Ja, ist klar, aber so passt der eben auch ganz schick. Ja, aber es ist dann halt immer so die Überlegung, wenn ich mir so ein Plättchen nehme, überlege ich immer, oh, mache ich jetzt zweimal eine dieser abgedruckten Aktionen, weil dadurch habe ich die Aktion. Wenn ich es erstmal hinlege, löse ich ja damit keine Aktion aus, aber kann dann im späteren Spielverlauf hier vielleicht besser anpuzzeln und habe diese Aktion ja jedes Mal dann, je nachdem, wie häufig ich sie noch nutzen kann, noch mal mehr mit dabei. Von daher. Und auch der schwarze Kristall ist eigentlich sehr wichtig. Den habe ich noch nie liegen lassen, irgendwie heute das erste Mal, weil man dann eben viermal das starten kann, wo man eben landet. Und das ist schon mächtig. Ja, weil der immer zwei Aktionen mehr bringt, es sei denn, man ist hier unten, dann hat man ja nicht vier, sondern zweimal aber so die Aktion. Normalerweise kommt es ja irgendwie sauber raus. Ja, und auch dieses Laufen hier auf dem Spielplan, auch dass man dann fremde Verbindungen, ich weiß noch, Volker hat in dem Vier-Personen-Spiel gemeckert, weil wie gesagt, da wurde es hier schneller voller, da musste man nachher mal seine Verbindungen dann nutzen. Dass man nicht bezahlen musste. Marotzer, dafür, ne? Ja, das wird immer nur eine, also man hat ja dann eine, es ist ja teurer, weil man für jede fremde Strecke immer eine Hexenaktion schon machen muss, also von daher ist es teurer. Und es waren dann auch schneller mehr Personen für diese Plättchen weg, weil das darf man auch nicht, ich sag mal, übersehen oder vernachlässigen, weil die bringen ja auch nochmal zwei Punkte. Erstmal bringen sie einen in dem Moment eine Aktion und dann auch noch zwei Punkte. Doch, das ist schon nicht schlecht. Das hast du ziemlich häufig schon sehr, sehr weit getrieben. Also von daher muss ich sagen, von der Abwechslungsreiche her, also wie abwechslungsreich ist. Ist das Wort abwechslungsreich? Ich glaube nicht. Aber ich finde, dieses Spiel ist für mich sehr abwechslungsreich, hat für mich einen sehr hohen Wiederspielreiz. Ich bin auch schon mal hier auf dem Zauberstab bis nach vorne gekommen. Wie gesagt, das habe ich schon gemacht. Hier Karten, dass ich da geguckt habe, welche passen am besten bei mir. Jetzt habe ich hier am Anfang ein bisschen doof gepuzzelt, aber wie gesagt, es ist auch, wenn man gleichzeitig hier guckt, Spielstrategie und noch immer überlegen muss, welche Regeln, wie möchte man noch erklären oder wie auch immer, ist das nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, seht uns da auch nach, wenn wir da eventuell mit den Punkten uns da ein bisschen vertan haben oder vielleicht auch mal mit einer Aktion. Weil das ist dann einfach nicht so einfach, gleichzeitig zu erklären und sich darauf auch noch zu konzentrieren. Also wollten wir ja auch ein paar Spielsituationen darstellen. Genau. Ja, also von daher wirklich ein total schönes Spiel, finde ich wirklich richtig gut. Mir macht es richtig viel Spaß. Wir haben so zu zweit eine Dreiviertelstunde jetzt immer gespielt. Zu viert habe ich die Zeit jetzt nicht genommen, weil das halt die Lernpartie waren. Da haben wir halt ein bisschen länger dran gesessen, weil man dann doch nochmal die ein oder andere Sache nochmal kurz nachlesen musste. Da kam dann auch die Frage, kann ich hier zum Beispiel, was war denn das nochmal mit den Energieverbindungen, war da auch noch irgendwas? Genau, ob man, wenn man die legt, auf verschiedene Energieverbindungen aufteilen kann oder nicht. Nein, durfte man ja nicht, weil man erstmal eine vervollständigen musste, bevor man weitergeht und so weiter. Also so kleine Sachen. Aber wie gesagt, nach dem Probespiel war das wirklich total schnell drin und von daher wirklich ein sehr eingängiges Spiel, wie Christian schon gesagt hat, sehr intuitiv eigentlich erlernbar, die Regeln. So ein bisschen habe ich das hier mit dem Puzzeln auch an, ich komme gerade nicht auf den Namen, das Spiel Bonfire. Das war ja auch so ein bisschen, wo man Symbole angelegt hat und je nachdem, wie viele man hatte, hat es dann auch irgendwie getriggert, wenn ich mich jetzt da richtig dran erinnere. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel und deswegen bekommt das Spiel von mir 8,5 Punkte, hat für mich einen sehr hohen Wiederspielreiz, spiele ich gerne wieder. Klasse, dann sind wir ja fast auf dem gleichen Niveau, auf alle Fälle auf einem sehr hohen Niveau.
genau, was die Punktevergabe betrifft. Genau, das war dann unsere Review zu dem Spiel Witchstone. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.